lebt in der Ananas ganz tief im Meer. Spongebob, Schwammkopf. Okay, hi, Folge 71, Sommerloch. Was? Ja, war schön, danke, schön. Auf Wiedersehen, bye. Das war Spoiler-Alert 71, schon mal winken fürs Foto bei... Nee, Spaß beiseite. Hi, na, wie geht's euch, ihr wundervollen Menschen da draußen? Heute ist, wie gesagt, Folge 71, Spoiler-Alert. Wir haben uns natürlich ein bisschen was einfallen lassen. Und zwar... Wir sind nämlich Einfallspinsel. Geht's heute den ganzen Tag um GTA RP? Denn auch wir hier als Team haben uns überlegt, wir machen jetzt einen eigenen Server auf, weil es gibt noch nicht genug und wollen das mit euch teilen. Und zwar nennen wir das Ganze Plankenschnack RP. Müssen wir dann auch Stress mit den Machern der Mod haben und so? Ja, auch. Okay. Das ist, bringt nämlich Zuschauerzahlen. A und B wollen dann Leute natürlich auch bei dir spielen. Drama. Drama. Drama, Baby, Drama. Okay, nein, jetzt aber wirklich Spaß beiseite. Hi. Na, hi. Yes, wie geht's? Hallo. Voll gut. Frisch erholt, frisch erholt. Ja, sehr gut. Und euch? Frischer Fitz. Fritz. Fischer Fritz. Wie waren eure zwei Wochen? Stressig? Nach Sleth? Ja, boah, ist alles so wortkarg heute. Ist bei euch so warm oder was? Der Sommer ist da, es ist heiß. Bisschen privat am Umbauen, die Wohnung, deswegen relativ viel, naja, außerhalb vom Stream im Moment aktiv. Bleibt halt eben dann nicht so viel, was man in der Welt des Digitalen dann auch irgendwie machen kann. Wird aber die nächsten Tage und Wochen hoffentlich dann besser, wenn man mit dem Umbau fertig ist und dann wird es hoffentlich schöner. Ja, ansonsten, ja, wie du schon sagtest, Sommerloch, neue Games nicht da. Ein bisschen was aus dem Back-Catalog halt gespielt und gestreamt. Hab mal Infamous nachgeholt, Second Son, Standalone DLC, First Light habe ich durchgespielt. Fand ich ziemlich geil, wobei ich das DLC besser fand als das Main Game. Kann man auf die Liste setzen der guten DLCs, weil es mir persönlich mehr Spaß gemacht hat, besser steuerbar war als das Hauptgame. Ja, wenn sie von dem DLC nochmal irgendwann nochmal einen vierten Teil machen, würde ich gerne machen. Aber gut, sie machen jetzt ja Ghost of Tsushima, also Sucker Punch, also dass da direkt jetzt ein neues Infamous kommt, eher unwahrscheinlich. Dann habe ich jetzt angefangen, ein bisschen Cat Quest zu spielen. Fand ich ziemlich nice und niedlich, da würde ich ganz gerne Platin machen. Das werde ich jetzt die nächsten Tage noch ein bisschen weiterspielen. Und ja, dann kommen vielleicht schon neue Games auch noch raus, die wir vielleicht dann gleich noch ein bisschen besprechen werden. Weil sonst habe ich tatsächlich, glaube ich, was habe ich denn sonst noch gespielt? God of War habe ich ein bisschen weitergemacht, da habe ich auch Sigrun irgendwie jetzt platt gemacht. Ich muss jetzt nur noch Gedöns einsammeln, das muss ich mal irgendwann machen. Das wollte ich nicht mehr im Stream machen, weil es so langweilig ist. Da muss ich halt nur noch Nebel-Echos farmen und so. Und ja, privat habe ich im Moment, wie gesagt, wenig Zeit, deswegen das muss ich noch machen. Dark Souls habe ich Platin gemacht, im Remaster natürlich, Ehrensache, das haben wir durchgezogen und ansonsten glaube ich, haben wir den Monat oder die letzten Wochen nicht so viel Neues gespielt. Also das war so, das, was ich gemacht habe in der letzten Zeit. Hört sich gut an. Hm. Na, Sali, du hast ja nichts gemacht, oder? Ich habe gar nichts gemacht. Gut. Schaukeln gar nichts. Und Hände hoch. Ich habe mir nach 4,5 Jahren das erste Mal eine richtige Auszeit genommen. In der Zeit war ich noch nicht mal hier hinten im Büro. Ich war nicht auf Twitch. Ich war weg. Einfach raus aus dem ganzen Medien, weil ich nach 3,5 Jahren irgendwie... Eben waren es noch 4,5. Es sind 3. Es sind 3,5 Jahre. Es sind nur 3,5 Jahre. 4, ne? Beim nächsten Mal sind es 2,5. Beim nächsten Mal sind es... Ja, nee, es sind 3,5 Jahre und ich habe meine Auszeit genommen, habe Eis gegessen und habe die Zeit genossen und war sehr, sehr schön. Und dann bin ich zurückgekommen und habe Dark Souls angemacht. Ich spiele gerade wieder Dark Souls 1. Mit so viel Energie und so viel Elan, es macht so viel Spaß. Also ich ist gerade wieder Streamen neu entdecken. Diese 10 Tage, wo ich nichts gemacht habe in der Hinsicht, war fantastisch. Also. Hattest du denn das Gefühl, was zu verpassen in den 10 Tagen? Also eher so ein schlechtes Gewissen oder hast du gedacht, scheiß drauf, ich brauche jetzt 10 Tage komplett erstmal für mich? Ich habe die ersten 3-4 Tage fast nur Kopfschmerzen gehabt und so. Das war schon der Grund, warum ich die Bremse gezogen habe. Mir ging es einfach, ich war einfach K.O. und fertig. Und ich habe erst nach einer Woche wieder angefangen, im Kopf zu arbeiten. Also, dass du so anfängst zu rattern, so, das könntest du machen. Oh, ich habe da eine Idee, so eine Verbesserung, weißt du? Wo ich so ein bisschen angefangen habe, das war gerade da, als ich mir die Haare abgeschnitten habe.
Da bin ich beim Friseur gesessen und sage zu Stefan, ich fange gerade an zu arbeiten. Aber ich glaube, das ist in Ordnung. So ein bisschen ist okay. Nee, ich habe das voll genossen. Stimmt. Und ich glaube, es war auch Vivi wichtig. Hat gerade noch gesagt, ich habe auch noch Rainbow Skies gespielt oder angespielt, das Nachfolgegame von Rainbow Moon. Ich mochte es, weil, ja, es kannst du auf dem Handy spielen, kannst du auf der Vita spielen, aber es ist halt trotzdem irgendwie ein cooles JRPG und ich mag den Humor. Also haben wir uns auch im Stream das Ganze mal gegeben und ich finde es ganz nice. Aber ist halt eben Geschmackssache, ob man solche Mobile-Games-Portierungen halt prinzipiell mag oder halt eben nicht. Also wer hat The Oceanhorn oder sowas. Oceanhorn war schön. Oceanhorn. Und ansonsten Dark Souls jetzt gerade. Burnout Paradise habe ich ein bisschen im Stream gespielt, weil ich da gerade... Oh weh. Was? Burnout Paradise ist mega. Ist einer der... Ist ein Rennspiel oder ein Arcade-Racer. Das ist ein Arcade-Racer. Und der verzeiht dir so unglaublich viel. Ich glaube, er ist von den Arcade-Racern, die so in den letzten 10 Jahren gekommen ist, ist es der dir am meisten verzeiht, weißt du? Kannst wie die gesenkte Sau einfach fahren und ein bisschen... Es macht einfach Spaß. Ja, das habe ich ein bisschen gespielt. Ja. Willkommen zurück. Dankeschön. You're welcome. Und hoffentlich gut erholt. Sehr gut sogar. Wie ist denn das, 10 Tage nichts zu machen? Also Wahnsinn! Sich da wirklich mal zu zwingen, nichts mit der Arbeit zu tun, also gar nichts, ist neu gewesen. Aber ich glaube, mir hat auch die Erkenntnis gefehlt, dass selbst wenn ich mal ein paar Tage frei mache, dass ich selbst dann immer irgendwas, ne, ihr kennt das ja auch. Könnt ihr zählen, wann ihr das letzte Mal so 2-3 Tage hattet, wo ihr nichts mit dem Stream zu tun hattet? Vor 2 Wochen. Nichts? Du, wirklich gar nichts? Nee, ich habe nur so getan, als ob ich gestreamt habe. Das ist ganz ehrlich. Zählst du das dazu, wo du wirklich mal ausgenockt bist von Erkältung oder Krankheit? Nein, das zählt eben nicht. Gut, dann ist es bei mir verdammt lange, ja. Ich weiß es nicht wann, keine Ahnung. Ja, und das ist das, weil zu mir wurde auch gesagt, aber Sally, du warst doch auf der Gamescom. Ja, da war ich 4 Tage, habe ich nicht gestreamt, aber von der Gamescom habe ich gestreamt. Und Gamescom ist jetzt nicht wirklich Urlaub. Nach der Gamescom brauchst du Urlaub. Gamescom, ey, da erstmal RIP Füße, RIP Leben, RIP alles. Ist zwar geil, aber es ist verdammt anstrengend. Ja, und die einzigen Auszeiten, die ich mir gegönnt habe, die mal mehr als 2-3 Tage waren, war einfach krankheitsbedingt. Ja. Wegen Migräne oder wenn ich wirklich, oft wegen Migräne. Aber ansonsten, nein. Und das vergisst man so ein bisschen. Und Stefan hat sich Sorgen gemacht und darum, ne? Einfach mal komplett ausschalten und es war richtig, richtig gut, weil mit so viel Energie, ich glaube, so viel Energie habe ich das letzte Mal vor 2 Jahren im Stream gehabt. Das ist einfach schön. Man nennt das Jahresurlaub und den sollte man sich nehmen. Hm. Aus genau diesen Gründen. Ja. Ja, Steffi, ich meine, du machst ja. Ja, ich mache auch Jahresurlaub. Deswegen auch Jahres. Ich bringe das Jahre in Jahresurlaub. Ja, Jahresurlaub. Ja, großartig. Dann kannst du ja jetzt auch, wenn du aus deinem Jahresurlaub wieder kommst, durchstarten. Was hast du gemacht in den 2 Wochen? Ich bin umgezogen, habe gearbeitet und bin noch mehr umgezogen. Ich habe 2 Umzüge durchgebracht. Einmal die Vormieterin hier raus und dann einmal mich mit meiner Freundin hier rein. Ja gut, dann hat er Übung, dann kann ich ihn den nächsten Jahr dann direkt fragen. Vergiss es. Oh wait, können wir einmal bitte ganz kurz, weil das ist wirklich ein Achievement, können wir ganz kurz mal die Daumen durch den Chat ballern? Ich meine das ernst, oder klatschen oder irgendwas. Das ist nämlich wirklich ein Achievement, was Slappy da erreicht hat. Also jetzt ist keine Ironie, vollste Anerkennung. Hallo, es ist ein Achievement. Ja. Dass ich bereits zum 4. Mal in meinem Leben getroffen habe. Was, Affiliate? Erledigt. Hab, ja. In den letzten 2 Tagen allein 3 Mal. ja, genau. Ich habe jetzt endlich ein Sofa hinter mir. Also, wenn ich irgendwann mit Katie Holmes zusammenkomme, dann kann ich darauf rumhüpfen. Das ist schon mal schön. Mit wem? Katie Holmes. Tom Cruise. Ja, ist egal. Auf jeden Fall. Und sonst, ja. Hier, jetzt warte ich noch bis zum 12., dann wird halt Internet endlich ordentlich freigeschaltet.
Ihr könnt euch das nicht vorstellen, ne, wie das ist mit einem Giga, ach, einem Giga, einem M, was ist das, Mbit, Upstream. Das geht überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie man heutzutage noch mit so einem Internet arbeiten kann. Ich habe ein Handy, wenn ich ein Foto damit schieße, lädt dieses Handy automatisch das Bild in die Cloud. Und das legt das komplette Internet lahm. Ich habe heute, glaube ich, von irgendwas 20 Fotos gemacht. So. Man drückt ja auch mal, damit man ein schönes Motiv gleich mehrfach ablichtet. Ne? Ich hatte danach eine halbe Stunde lang kein Internet mehr. Entschuldige. Das geht überhaupt nicht. Schwierig. Am 12., ne? 12.? Ja, am Donnerstag. Wir drücken die Daumen. Danke. Also, keine Ahnung. Aber ja, sonst gefällt es mir auch gut. Ich hoffe, dass ich hier viele Streams raushauen werde. Freue mich schon. Ich vermisse es. Hört, hört. Und du, Dizzy? Ja, ich habe Urlaub gemacht im Stream. Wie geht das denn? Ja, und er hält sich einfach nicht mit dem Chat. Tust du, als wenn du da bist und bist gar nicht da. Und was lässt man visuell laufen? Na, man sitzt da halt einfach und tut so, als wenn man da ist. Aber eigentlich ist man gar nicht da. Könnt ihr das nicht einfach so abschalten, dass ihr nichts mehr mitkriegt? Im Stream? Natürlich. Das ist während super du easy. Aber ein Spiel spielst? Natürlich, ich tue so, als ob ich das spiele. Ja, ich habe gespielt. Ich habe Factorio gespielt. Ah. Ich habe eine Woche lang Factorio gespielt und habe nichts gemacht, weil ich einfach für mich meine Zeit haben wollte. Ich habe dann auch nicht geredet und habe ich musste viel denken beim Spiel. Dann habe ich halt Urlaub gemacht. Also hast du Fußball-Weltmeisterschaft geguckt dabei? Nein, ich war wirklich geistig nicht anwesend. Also ich habe gespielt, ja, aber ich war geistig nicht da, habe andere Sachen gemacht. Und das war gut. Ich habe quasi meine Auszeit während des Arbeitens genommen. Was haben wir sonst noch so getan? Ja, ich spiele wieder GTA, hallo, oh Wunder, du kleine dicke Flunder. Natürlich nur für Subs und Viewer, ganz klar. Andere Gründe gibt's nicht. Wie war das, wenn das Sommerloch kommt? Was denn? Ja, wenn das Sommerloch kommt. Ach so! Ja, du, das ist auch so ein Teil meiner Erkenntnis gewesen. Das war auch so ein Teil meiner Erkenntnis, dass ich mir gesagt habe, also meine Community hat ja meistens immer, größtenteils ist meine Community gegen alles, gegen Fortnite, gegen PUBG, gegen GTA, gegen alles. Hm? Und ich habe mir die Zeit genommen, habe mir irgendwann gesagt so, ey, nee, jetzt ist Feierabend, jetzt mache ich, was ich hier wirklich endgültig will. Ich meine, ich habe das mit Variety schon immer gemacht, aber ich habe immer auf Roleplay verzichtet und habe immer wieder irgendwelche anderen Ausreden vorgeschoben, um zu sagen, nee, ich will das nicht spielen. Aber jetzt ist mir egal so. Ich habe mit meinen Mods darüber gesprochen und habe denen das mitgeteilt. Und da habe ich gesagt, ja gut, wer es nicht gucken will, der soll dann einfach gehen. Es tut mir leid, weil die Erkenntnis, die ich für mich gewonnen habe, ich kann es eh nicht jedem recht machen. So. Es wird nie irgendwie möglich sein, jemandem was recht zu machen. Ob ich jetzt Variety in der Woche mir drei Spiele aus dem Arsch ziehe oder ob ich sage, ey geil, weißt du, ich spiele schon immer gerne Roleplay, also mache ich das einfach. Und gebe halt einen feuchten Kehricht darauf, was die Leute sagen. Funktioniert ganz gut. Und deswegen war Urlaub, weil wir haben uns ja bei dem Twitch Summit getroffen und ich habe da auch mit Sascha sehr viel drüber gesprochen und irgendwann ist mir halt so der Arsch geplatzt, wo ich gesagt habe, ja, ich erkenne mich darin wieder. Es gibt halt wirklich sehr strikte Regeln dafür, also bei mir brauchst du keine Faxen machen, fliegst halt raus, sobald du Blödsinn quatschst, bist du auch weg und sobald irgendeiner anfängt, irgendwas zu flamen, fliegst du auch raus. Habe ich keine Lust mehr zu. Und war gut. Es ist auch sehr, sehr gut und macht auch sehr viel Spaß. Ich habe mir das jetzt halt so hingelegt, dass ich manchmal einfach einen Tag nicht spiele oder zwei Tage nicht spiele und dann mache ich die Hälfte, also meistens vormittags so, den Early Bird Stream mache ich halt immer irgendwas anderes. Also es gibt halt Variety gepaart mit GTA quasi. Ganz gut. Und ich war fotografieren des Todes. Ich habe, glaube ich, die letzten 3 Tage über 1000 Bilder geschossen. Also ich habe von 7 Tagen, 5 Tagen alle Ziele von Fitbit erreicht. Und das ist echt eine Menge. Oha. Also die letzten
4 Tage war ich immer draußen und habe fotografiert nachts noch. Ja, es war sehr gut. So in fremde Fenster rein, oder was? Nee, richtig, nein. Das ist richtig. Aus dem Busch raus, schon in der Wohnung drin. Begehrt. Nee, aber ich habe, das Witzige ist, ich weiß gar nicht, ich glaube am Mittwoch oder Donnerstag habe ich mich auf Waage gestellt, ich habe 8 Kilo abgenommen. Und ich habe das gar nicht mitgekriegt. Wow. Und irgendwann habe ich mir so gedacht, hey, das ist ja voll geil und motivieren. Jetzt habe ich, meine Kamera steht immer ready to go. Das heißt, wenn ich abends Lust habe, sage ich, Schatz, raus! Wir gehen jetzt fotografieren. Versuche sie noch dazu zu zwingen, aber vielleicht gehe ich bald demnächst alleine, weil das nicht funktioniert. Also es waren relativ gute 2 Wochen. Ja, waren sehr gute 2 Wochen. Ja, der Sommer kann auch gut tun, ne? Ja, wenn man eine Klimaanlage hat, ist der Sommer eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Zieh einfach in den ersten Stock, dann brauchst du auch keine Klimaanlage. Och, leck mich am Arsch, das wäre mir auch zu warm. Ich wohne im ersten Stock und hab trotzdem eine Klimaanlage. Ich hab Fenster. Wenn ich da Fenster aufmache und da, dann habe ich durchgezogen. Eine neumodische Erfindung, du hast Fenster? Ja. Ui. Hast du gerade gesagt, was hast du gesagt? Du hast eine Spülmaschine? Windmaschine. Ach so. Ja gut, aber wenn irgendwann nicht mehr nichts da ist und das nur noch steht, dann ist da, kannst du eine Windmaschine haben, das bringt dir gar nichts. Ja, du bläst halt gut. Gut. Aber ob das dann toll ist, weiß ich nicht. Also ich möchte nicht mehr ohne leben. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Nie wieder. Nee. Schön. Sehr schön. Auf Knöpfdrückchen. Los. Muss mich an, du geile Sau. Und dann kommt da auch was Kaltes raus und nicht so ein sprühwarmes Wässerchen. Auch Getränke bleiben übrigens sehr schön kalt. Ja? Die werden nicht warm. Auch Eiswürfel halten. Oh Leute, jetzt hört mir mal zu. Ich muss mal eine Frage. Trinkt ihr Kaffee? Sicher. Nein. Nein. Ich mag ja Kaffee eigentlich auch gar nicht, ne? Aber ich war am Donnerstag war ich in so einer Hipsterbude. Und leck mich am Arsch, ich habe Kaffee on the Rocks getrunken. Also quasi. Eiskaffee. Nee! Scheilatte Sprühregen Xing Wing hieß das so. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall voll der schicke Laden, ne? So richtig, also wirklich geleckt mit Holz und so wie das halt in Hipster-Läden ist, mit alten Schultische und Stühle von damals noch, zu DDR-Zeiten. Und dann hat er seinen Kaffee gemacht und dann hat er das so richtig schön gemahlen und alles. Und dann gab es, sag mal jetzt mal unter uns, ne? War schon mal jemand in Amerika da draußen? Und warum haben wir in Deutschland eigentlich immer so kleine Becher, verdammte Scheiße? Da sagst du groß und du kriegst 0,3. Und dann stehst du vor ihm und sagst, ich sag groß, ist das Größte, was wir haben. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es gab halt, das waren so richtig schöne Eiswürfel und ein bisschen Kaffee drin, ein bisschen Milch. Alter Verwalter, das war aber ganz schön lecker. Und ich trinke eigentlich keinen Kaffee, aber Eiskaffee, im Sommer, so. Ich muss immer schmunzeln, wenn du Kaffee sagst. Du sagst das so wie Stefan. Wieso Kaffee? Heißt Kaffee. Kaffee! Nein, pass auf, und jetzt sagt Stefan, das heißt nicht Kaffee, weil Kaffee heißt das, wo du den Kaffee drin trinkst, das genau. Lokal. Ja, das heißt, du trinkst einen Kaffee im Kaffee. Genau. Und ich sag, nein, ich trinke einen Kaffee im Kaffee. Nein, das stimmt ja nicht. Ja. Weil das ist ja das Kaffee, ist ja C-A-F, Akzente in irgendeine Richtung. Und Kaffee ist F-F-E. Kaffee. Er wird trotzdem Kaffee ausgesprochen. Ja. Scheiß wird das. Das ist nicht Französisch und da ist kein Akzente irgendwas. Das heißt Kaffee. Ja, das sind 2 E's. Am Ende. Ja, aber dann würde es ja auch sonst nur T heißen und nicht T. Ich laufe 2 E's. T. Ich trinke T. Kaffee. Yes. Aber ich find's schön. Das sagt man oben im Norden, sagt man halt Kaffee. Meine Oma sagt auch Ketchup. Das heißt, solange nicht das richtig ist. Das sicher ist das richtig. Ketchup. Mayo. Kaffee. Na, bei uns heißt das eigentlich auch ein Tassenkaff. Tassenkaff? Tassenkaff, ja. Nein, das heißt nicht Kaffee. Ja, das heißt, auch das heißt vielleicht in Franken. Kaffee. Das heißt Kaffee. Das ist
Kaffee. Siehste, deswegen verstehe ich mich mit Stefan immer so gut. Und auch so einfach. Da braucht man nicht über sowas reden. Ja, absolut. Einfache Menschen. Kaffee, super. Fertig. Falls du mich hörst da draußen, Stefan. Kaffee. Da auch Kaffee, weil ich weiß, dass es falsch ist. Schlag mal Kaffee nach. Schlag mal. Das Sommerloch muss übrigens auch mal mit anderen Content gefüllt werden. Ja, also in keiner Kaffee-Werbung sagen die, das ist Kaffee. Die haben ja auch keine Ahnung. Alle nicht. Alle nicht. Übrigens, ich habe Didgeridoo spielen gelernt, ne? Was hast du? Nein, hast du nicht. Doch, habe ich. Du hast Didgeridoo spielen gelernt? Soll ich mal Kostprobe gleich reinhauen? Nur weil du einmal reingepustet hast und einen Ton rauskommst, hast du das noch nicht spielen gelernt. Vier von fünf Versuche kommt was raus. Okay, du bekommst Töne daraus, aber du kannst es noch nicht spielen. Hier steht zum Beispiel Käffchen, ne? Käffchen. Ein Käffchen, ja. Kaffee. Kaffee. Auch Österreich Kaffee. Hey, Kaffee. Kaffee. Scheiße, das steht hier wirklich drin. Dieses Buch lügt. Dieses Buch lügt. Das ist das Hexenwerk. Das ist nicht original. Das ist ein Kaffee-Duden. Nein. Das kann ich so nicht akzeptieren. Das kann ich nicht akzeptieren. Großartig. Der Duden lügt. Dankeschön. Da steht's auch im Chat von Paddy. Der Duden lügt. Richtig. Dankeschön. Siehst du, meine Katze baut's auch. Der Duden lügt. Großartig. Gut. Ja. So, jetzt Didgeridoo. Ich bin on fire heute. Ich hatte eine Eiskaffee. Heute auch? Klar. Wow. Habe ich mir gleich gekauft im Konsum. Das heißt nicht Konsum, das heißt Kaufhalle. Konsum. Nun. Wir haben heute übrigens für euch da draußen uns mal ein bisschen was überlegt. Da es wirklich ganz wenige Spiele gibt in der Übersicht, so nahezu gar keine. Drei. Drei, haben wir uns überlegt, dass wir euch da draußen einfach aus unserem, wie nennt Sleth das immer, aus unserem Portfolio. Leben. Portfolio. Nee, Back-Catalog, please. Das WKF-Café Back-Catalog. Dass wir euch ein paar Spiele empfehlen. Und heute gibt's auch, und jetzt mal, wir haben eine Neuerung drin. Ich weiß gar nicht, ob es die, gibt's die, ist die schon auf dem Bildschirm? Nee, aber es gibt eine Neuerung. Mal sehen, ob euch das auffällt. Mhm. Gut. Los geht's. Okay, ich hole jetzt das Didgeridoo. Scheiße, ich muss das jetzt machen, okay? Go, go. Ich muss das jetzt tun. Jetzt bin ich gespannt. Oh, das ist aber schön. Den Furzen der Wand. Entschuldigung, es ist noch nicht feucht genug, ja? Torö! Ja, Benjamin Blümchen, tröte mal. Okay, das war schon cooler. Okay, das war cool. Dankeschön. Das war cool. War ein Nebenprodukt aus IRL-Stream morgens. Das war ein IRL-Nebenprodukt. Das haben wir heute Morgen gelernt. Jetzt fehlt nur noch Atmen lernen. Aber gut, hey, gehen wir mal zurück zu den Spielen, okay? Du, Slabby, hast du nächste Woche einen Clip für Mittwoch, Ankündigung. Irgendwas mit Blasen. Didgeridoo. Didgeridoo. Nun gut, was haben wir denn für drei Spiele an unsere Game-Experten? Also, ich kann es gar nicht glauben, dass es wirklich nur drei neue Spiele gibt. Und davon eins sogar nur Re-Releases. Ich habe die meisten Re-Releases halt weggelassen, weil es wird müßig nach einer Weile, wenn wir vor zwei Monaten erst über Spiele geredet haben, die dann jetzt diesen Monat auch noch für die Switch rauskommen, dann nochmal drüber sie zu reden. Oder Spiele, die schon Leute vor 20 Jahren gespielt haben, die jetzt nochmal auf der Switch rauskommen oder auf der PS4 nochmal re-released werden oder sowas.
Aber weil die Wii U sowieso niemand im Haus stehen hat, kann man die ganzen Wii U-Spiele, die eigentlich ganz gut waren und jetzt nochmal für die Switch rauskommen, doch nochmal erwähnen. Aber im Juli kommen tatsächlich nur dann drei eben, oder zweieinhalb eigentlich. Das erste wäre Octopath Traveler auf der Switch, was tatsächlich ein neuer Release ist, der im Juli rauskommt. Am 13.07. Ist ein JRPG, aber mit einer ganz hübschen Optik. Also ich finde das ganz, das ist eine ganz neue Optik, die habe ich eigentlich so noch gar nicht gesehen. 2,5 HD oder so, wie sie es nennen. ja, da freue ich mich auch drauf. Das ist das einzige Spiel tatsächlich auch von der Liste an neuen Releases, was ich mir dann auch angucken möchte. Von Square Enix entwickelt, aber tatsächlich von Nintendo gepublished. Kostet roundabout Vollpreis, 60 Euro. Also, Entschuldigung. Aber ihr könnt das Demo derzeit kostenlos runterladen, wenn ihr eine Switch habt. Das heißt, ihr geht kein Risiko ein, könnt die ersten 3 Stunden vom Spiel halt spielen. Kommt dann, wie gesagt, Freitag kommende Woche halt raus und ich werde es mir halt definitiv dann anschauen. Also da freue ich mich halt eben drauf, weil sieht halt eben knuffig aus und ja. Das habe ich schon, als die Switch angekündigt wurde, hatten sie da schon den Trailer drin und habe ich sofort gesagt, oh, das sieht interessant aus, weil es eben mal komplett wieder eine andere Grafik halt ist. Das sieht gut aus. Das ist, wie nennt man diesen Effekt? Tilt, Tilt-Shift. Ja. So bei Fotografien hier, wir haben noch unseren Fotografen-Spezialisten. Ja, so Miniaturansicht, so ein bisschen. Wenn du so eine Stadt von oben fotografierst und dann irgendwie so einen Effekt reinhaust, dass es so aussieht, als wäre es alles aus Lego. So sieht das so ein bisschen aus. Tilt-Shift. Hm. Wenn ich das wäre, würden Leute meine Bilder gut finden und ich wäre bei Instagram nicht so ein Juckel, also keine Ahnung. Hey, da fing mal klein an. Das sieht schön aus. Ja. Meinst du es nicht? Mal gucken, ob ich spiele. Ja, meins glaube ich auch eher nicht. Ja, ich werde auf jeden Fall halt reingucken, weil halt prinzipiell nichts Neues kommt. Du musst halt ja mehr oder minder dann sowieso Dinge aus dem Backkatalog spielen und kannst halt ein neues Spiel reinschreuen. Mit Glück zündet's und es macht Bock und ja gut, mit Pech halt eben nicht, aber wir halt erstmal reingucken, weil interessant finde ich es auf jeden Fall. Schön aussehen tut's. Mhm. Ja. Ich glaube, also das Gameplay wird auch erstmal. Dann das Spiel, das auf der Wii U eigentlich schon erschienen war, aber ich habe auch eine Wii U zu Hause stehen, aber trotzdem weiß ich, dass die wenigsten eine haben. War eine schöne Konsole, aber war leider blöd vermarktet von Nintendo. Deswegen hauen sie jetzt alle ihre Wii U-Spiele nochmal für die Switch raus, was jetzt auch nicht so schlimm ist, weil die Switch verkauft sich wie geschnitten Brot. Und dann kommen Leute doch nochmal in Genuss von guten Spielen. Das habe ich tatsächlich aber nicht auf der Wii U gespielt, und zwar Captain Toad Treasure Tracker. Das war, glaube ich, eigentlich ein Minigame auf dem Super Mario für die Wii U. Aus dem haben sie dann Spin-Off gemacht. Da musstest du, glaube ich, so deinen Controller komisch drehen und dann quasi mit ihm 3D-Sicht machen, wie ich das verstanden habe. Und dann konnte man halt die Level, die alle so dreidimensional kleine Blöcke sind, konnte man dann so drehen mit dem Gamepad. Und dann konnte man quasi hinter die Ecke gucken und sehen, da ist ein Weg. Und dann muss man den Captain Toad die ganze Zeit irgendwie, das ist ein Rätselspiel, zum Schatz bringen, zum Schatz führen. Kann ein ganz süßes Minigame sein, ob ich jetzt dafür wirklich den Vollpreis bezahlen muss, weiß ich nicht. Weiß jetzt auch nicht, wie viel das kosten wird, wenn es denn mal erscheint, auch am 13.07., am gleichen Tag. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt ein Vollpreisspiel wird oder doch nur 30 Euro kosten wird. Sehe jetzt hier leider keinen Preis auf der Nintendo-Seite. Vollpreis ist von Nintendo. Nee, 40 Euro kostet das. Der ist ja so im ähnlich. E-Shop. Also 35 wahrscheinlich im Laden. Retailpreis. Ja, ist das meistens, so, ist, ja, der Retailpreis ist meistens billiger als im E-Shop. Lol. Von Nintendo. Ich weiß auch nicht warum. Just Nintendo Things? Ja. Und was Nintendo Things? Von daher, ja. Mal gucken, ob ich das vielleicht spiele. So, das Tennis letzten Monat habe ich auch mir geholt. Aber dann lief das irgendwie nur so einen Tag bei mir und dann war es auch schon wieder verschwunden. Also mal gucken. Und das letzte am 24.07. ist Banner Saga 3. Jetzt kann ich da allerdings nicht so viel zu sagen, weil ich Banner Saga, Moment, ich muss mal mein Handy hier lautlos machen. Irgendwer schreibt mich hier gerade an. Ich habe die ersten beiden Banner Sagas nicht gespielt. Ich weiß, dass es eine schöne Optik hat und eine schöne Lore, diese nordische Lore. Aber das Spielprinzip als solches hat mich leider nie angesprochen, diese rundenbasierten Kämpfe.
Ich habe den ersten Teil gespielt, den zweiten nicht mehr, aber es ist halt genau wie du halt sagst, es ist halt sehr viel Text zwischen den Passagen, ansonsten taktisches, rundenbasiertes Gameplay auf eben quasi ein Schachbrett, wenn du dazu willst, du kannst deine Figuren halt in Position bringen, angreifen. Ist ganz cool gemacht, aber komischerweise hat es mich auch nicht zum Durchspielen der erste Teil animiert und den zweiten, ich glaube, den gab es ja mittlerweile super oft, auch glaube ich schon bei Prime Loot oder irgendwie haben sie den ja auch immer verramscht. Ja. Und jetzt kommt halt der dritte Teil, weiß ich nicht, von daher, ich werde es mir nicht angucken, hat mich irgendwie auch nicht abgeholt, ich weiß nicht warum. Sonst haben wir das gespielt? Nee, ich besitze es, ich habe es angemacht, aber das, das Game-Prinzip ist nicht so meins. Ja. Und ich habe gedacht, das würde mich mehr ansprechen, weil ich früher ganz gerne Might and Magic gespielt habe, aber nee. Aber es sieht ganz toll aus. Also die Zeichenart ist wirklich sehr schön, aber spielerisch nicht meins. Nee, da habe ich aktuell auch nicht so wirklich die Finger für. Nee. Und dann sind wir mit Juli schon fertig. Abgefahren. Ja, leider. Also wie gesagt, tatsächlich so. Ja, sind wir schon fast dann wieder im August. Und bis dahin nur ein Spiel. Also was mich jetzt interessiert, Octopath Traveler, das heißt, da muss man tatsächlich ja dann noch irgendwie andere Spiele rauskramen, die man dann nochmal spielen kann, wenn man sie noch nicht gespielt hat oder nochmal anderen Leuten vorstellen möchte. Was uns dann vielleicht zu dem führt, was wir dann jetzt gleich machen. Einfach nochmal nennen, was man vielleicht nochmal spielen kann, nachholen kann, wenn man es noch nicht gespielt hat. Weil jeder hat halt so seine Lieblingsspiele, die er sagt, let's go, wenn gar nichts geht, das geht immer. Das kann man sich nochmal angucken. Besser halt als gar nichts zu spielen oder sich zu langweilen. Und deswegen haben wir uns halt zusammengesetzt, die Köpfe zusammengesteckt und geguckt, was man halt eben auf diese Liste halt schreiben kann. Und das ist halt dabei dann jetzt rausgekommen, was wir euch dann gleich vorstellen. Bevor wir jetzt loslegen. Jeder von uns hat sich 5 Spiele rausgesucht. Jetzt geht ihr auf Discord und postet eure Lieblingsspiele. 5 Stück. Währenddessen. Wir hauen ja jetzt noch nicht alle raus. Das kommt ja jetzt. Aber jetzt geht ihr in Discord und da ist eine Schnickschnack-Ecke. Da drinnen könnt ihr schnacken. Und da hätte ich gerne von euch die 5 Spiele, die ihr empfehlen würdet an uns. Reicht doch Namen. Feuer frei für den Rest der Sendung. Dankeschön. Ich würde mich sehr freuen. Zurück zum Thema. Wir fangen, glaube ich, mit der Dame heute an, oder? Genau. Möchtest du dein erstes Spiel den Leuten mitgeben? Meiner Meinung, was immer geht, ist Sims. Sims 4 oder Sims 3. Sims 3 ist auch noch sehr gut. Ist etwas, was immer geht. Ich werde es ab August wieder aktiv spielen, weil es für die Konsole endlich das Tier-Add-on geben wird. Und Sims 4 ist etwas, das starte ich und zack, sind 8 Stunden um. Das ist, gibt eine Handvoll Spiele, die das, selbst wenn man es schon 100, 200 Stunden gespielt haben, ist eine ganz kleine Handvoll Spiele, die das immer wieder schaffen. Und bei mir ist es Sims. Das ist, ich weiß nicht, das entsteht so von alleine, eine eigene Story, es ist so ein bisschen wie Soap gucken, es ist wahnsinnig toll. Ich mag Sims unglaublich gerne. Und Sims ist für mich etwas, was man eben immer, wenn so ein Leerlauf ist oder so, Sims wäre auch mal wieder gut, ne? Baust du dir eine Küche auf, 5 Stunden später bist du immer noch dran, Achso, und gerade wurde auch der Zeitraum genannt. Wir haben versucht natürlich Spiele zu nennen, die auf aktueller Hardware laufen. Nicht, dass du halt irgendwie ein super Konsolending von vor 2000 Jahren brauchst, was es so gut wie nicht mehr gibt. Also tatsächlich eher, dass die Empfehlungen sind, die Chance ist hoch, dass man es zu Hause hat und man es irgendwie dann auch spielen kann. Das haben wir dann noch dazu gesagt. Nicht halt super Exotisches von irgendwelchen Plattformen, die keiner hat oder mehr besitzt oder so. Also ich glaube, außer Sleth, du hast Sims nicht gespielt, ne? Ich habe es mal angespielt bzw. zugeguckt. Es war halt nicht irgendwie meins, dass ich sowas gerne manage. Ich war tatsächlich, wenn eher so Steam Hospital, Steam Park, eher so die Schiene, aber nicht tatsächlich so die Sims. Sims war toll. Oh wow, das Gesicht dazu. Oh, ich fand Sims großartig. Also ich freue mich da sehr, sehr, sehr drauf. Sims hat Spaß gemacht. An die Dev, übrigens, wenn du dann mal deine Radieschen aus den Ohren nimmst, Discord. Danke.
Nicht Discord, Leute. Discord ist Discord, nicht Chat. So, weil sonst haben wir, können wir nicht mit euch interagieren. So. Typisch Andi-Dev wieder. Typisch Andi-Dev. Das ist, weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll. Gut. Die Leute hauen schon ordentlich hier in Discord rein, ne? Ja, ja, aber Feuer frei. Ich darf übrigens der Zweite sein. Ich habe natürlich Wolfenstein, ganz klar. Max nimmt übrigens auch. Wollte ich nochmal dazu sagen. Ja, ich habe bei Slabby und bei Dizzy weiß ich, dass ihr Sims gespielt habt. Ja. Ich habe übrigens kein Wolfenstein drin, nur mal so. Okay? Entschuldigung. Ich habe Wolfenstein extra rausgelassen. Und ich habe auch, wenn ich mich richtig entsinne, habe ich auch Hitman rausgelassen. Nee, stimmt Nein. nicht. Nee, stimmt nicht. Ich habe es versucht, sagen wir es mal so. Aber das musste, ich musste einen von diesen beiden Titeln muss ich nehmen, okay? Aber ist ja jetzt egal. Aber ich habe mich für meinen allerersten Konsolentitel damals entschieden, und zwar The Last of Us. Ja. The Last of Us ist ein unglaublich schönes Storyspiel, was genug Spielraum und Schwierigkeitsgraden lässt, um es mehrmals zu spielen, um vielleicht kleine Goodies zu finden oder emotionale Reaktionen von Charakteren, weil man das an manchen Stellen gar nicht so wirklich mitgeschnitten hat. Es ist, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, ein PS3-Titel, den es aber auch Remaster gibt für die PS4. Oder, ich meine, vielleicht guckt man sich auch mal ein Let's Play an von irgendwem, guckt nicht meins, meins ist scheiße. Da meine ich wirklich ernst, weil ich habe das erste Mal, als ich es gespielt habe, auf dem allerhöchsten Schwierigkeitsgrad gespielt. Man könnte sagen, es war mehr Durchsterben als Genießen. The Last of Us, also das ist wirklich, muss ich dazu sagen, The Last of Us war eins der schwersten Spiele, die ich je gespielt habe. Auf erbarmungslos, aber auf der anderen Seite auch eins der schönsten Story-Spiele. Ich glaube, mittlerweile schaffe ich es, in einem Stream durchzuspielen. Ich würde es euch wirklich wärmstens ans Herz legen, falls ihr das noch niemals gesehen habt. Schaut euch das an. Es steht bei mir ganz weit oben in der Liste. Übrigens von Naughty Dog, damit ihr weißt, so wisst eventuell, aus welcher Richtung das kommt. Und das DLC, ich weiß nicht, ob du das auch so unterschreiben kannst, auch das DLC war halt tatsächlich gut. Also The Left Behind hieß es, glaube ich, ne? War ja ein Standalone-DLC und ich fand's, hab's auch gespielt. Also zum Spiel gesagt, das kann ich unterschreiben, aber auch das DLC war lohnenswert. Auf der PS4, wenn man es da kauft, ist beides, glaube ich, zusammen, weil es so eine Complete Edition ist. Ja. Mhm. Auf der PS3 musste man es ja separat dann noch kaufen. Aber auch da würde ich sagen, geht die Empfehlung raus, sich die Zeit zu nehmen, das DLC nochmal zu spielen, weil man halt eben noch mehr über die Charaktere halt eben erfährt. Ja. Das ist so ein Spiel, das habe ich so häufig in Streams gesehen, dass ich die Story so schon aus Streams auswendig und nicht mehr spielen muss. Ich hab's weil das Gameplay... sei nicht so spielswürdig, muss ich zugeben. Lädst gerade was hoch? Ich? Nee. Foto gemacht? Nee. Warum? Hake ich? Nö, nee, du kurz mal. Ja. Oh, warte, mein Spotify lädt gerade 264 Lieder runter. Eieiei. Ja, Mensch. Ja, warum nicht? Jetzt mal einfach mal so. Komm, wir löschen einfach mal alles und laden alles neu runter. Nun. Also ich habe Last of Us gerade vor 2 Monaten oder so gespielt, habe mich vorher nicht gespoilert irgendwo und es war großartig. Also großartig. Ich habe es auf normal gespielt, um die Story zu genießen. Moment, hast du gerade gesagt, du hast Last of Us vor 2... Was? Ja. Ich habe nirgendwo zugesehen, wenn das gespielt worden ist und ich habe das auch nicht gewusst und es war großartig. Also war unglaublich toll. Was ist da schiefgelaufen? Hab's immer da gehabt und hatte irgendwie, weiß ich nicht. Ich spiel das irgendwann noch. Und dann habe ich mich überreden lassen, hab's gespielt und es war großartig. Uff. Bin ein bisschen schockiert. Ich habe die PlayStation 3 Version sogar schon da gehabt und hab's nie gespielt. Ich hatte mich damals tatsächlich, das war noch, wo ich Reviews gemacht habe. Ich habe mich damals um das Review halt geprügelt, dass ich das machen durfte für den PS3-Titel. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich eine Rachenrückenentzündung. Das heißt, in dem Review klinge ich wie der letzte Mensch. Ich hätte es eigentlich abgeben müssen, aber ich wollte dieses Spiel unbedingt spielen, weil ich es dann ja eher spielen konnte und dieses Review machen wollte. Alter, aber das Video, ich klinge, als ob ich ein Jahr gesoffen hätte oder so in dem Review. Also wie heute? Nee, schlimmer. Also richtig total Reibeis. Das war... extrem schmerzhaft. Ich war dann auch beim Arzt Antibiotika bekommen und ja, war lustig. Erstmal googeln. Was? Ich glaube nicht, dass man das findet. Hoffe ich.
Ja, dann soll ich direkt mal weitermachen. Ich habe versucht, eine Mischung zu machen aus Spielen, die ich wirklich sehr, sehr gerne spiele, alte Klassiker, aber auch vielleicht etwas Neues, was, sage ich mal, under the radar ist oder unterschätzt ist. Und das erste Spiel, würde ich gleich sagen, ist das oder trifft darauf zu, ist nämlich noch relativ neu und hört auf den Namen Moonlighter. Ist ein kleines Indie-Spiel, ich habe es bei mir im Stream kurz mal angespielt. Aber ich finde es halt sehr, sehr genial, weil ich halt A, den Grafikstil mag, ich mag das Gameplay, es ist mehr oder minder eine Mischung aus Roguelite Dungeon Crawler und Shopkeeper Aspekt. Das heißt, du farmst quasi im Dungeon deine Items, die du dann im Shop verkaufen kannst. Wenn du im Dungeon stirbst, sind die Items weg und du kommst mit nichts raus. Das heißt, du solltest nicht sterben. Es gibt halt mehrere Dungeons, die immer schwieriger werden. Du musst dir deine Ausrüstung selber bauen und herstellen aus Materialien, die du halt zusammen farmst. Das heißt, du solltest nicht alles verkaufen, sondern nur das, was du halt eben wirklich ja, veräußern kannst oder willst und nicht eben fürs Crafting brauchst. Du musst deine Waffen halt selber schmieden und es wird halt immer schwieriger. Es gibt halt Bosskämpfe in den Dungeons mit mehreren Ebenen, wie man es vielleicht dann eben aus Isaac oder so kennt. Und das Spiel ist zwar jetzt komplett released, aber es kommen noch weitere kostenlose DLCs oder Upgrades dazu, die Dungeons, die Sets, die Waffen erweitern. Also da ist eben auch noch Content halt in der Zukunft halt geplant. Das Ganze für kleines Geld, unter 20 Euro, gibt es halt für PC, für die Konsolen. Und genau. Mir macht das Spiel verdammt viel Spaß und ja, wie gesagt, war für mich so mitunter bis jetzt so dieses Indie des Jahres, würde ich es fast nennen. Ja, und deswegen geht meine Empfehlung tatsächlich, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, an Moonlighter raus quasi. Oh, übrigens, Sleth, darf ich dich fragen, wie State of Decay war? Okay, danke. Fandest du es gut? Nee, ich fand es nicht so toll. Nee, also das war, also es sah super aus, State of Decay. Sie haben viele Aspekte aus dem ersten Teil halt verbessert. Gut, das Koop nicht ging, fand ich schon kacke. Also wirklich kein konstanter Koop, sondern nur Mission-Based. Das fand ich halt doof. Aber das Gameplay haben sie halt so verschlechtert im Sinne von, du hattest so viele Aufgaben zu managen und es war so viele Tastendrücke, um den Loot durch die Gegend zu wuseln. Hey, das ging mir so auf den Sack. Das war halt so viel Micromanagement, was halt keinen Spaß gemacht hat. Das hat sich angefühlt wie Arbeiten. Da habe ich gesagt, ja, ich arbeite doch jetzt hier nicht im Stream. Ey, komm, zwei Streams. Tschüssi. Also mir hat es nicht gefallen. Der erste Teil hatte für mich die besseren Mechanics. Gut. Dann weiter. Entschuldigung. Wollte nicht unterbrechen. Ich hatte es nur gerade im Chat gelesen von Tavarien. Nee, war das Tavarien? Wer hat das geschrieben? Irgendjemand hat das gerade geschrieben mit grünen Namen. Ah, hier. Yannick. Okay. Danke, Yannick, für die Erinnerung. Nee, das habe ich nicht aufgewählt. Definitiv nein. Diesen Moonlighter muss ich auch nochmal spielen. Ja. Sieht eigentlich echt nach meinem Spiel aus. Das muss ich auch mal machen. Bitte. Ich hab auf meiner Liste tatsächlich auch meine Lieblingsspiele aller Zeiten drauf, die man zumindest heute mehr oder weniger noch zocken kann. Das kann man auf jeden Fall zocken. Das ist auch auf jeden Fall mein allerliebstes Spiel aller Zeiten. Es hat sogar mein damaliges, das über 15 Jahre auf dem Thron saß, Lieblingsspiel vom Thron gehauen. Und zwar Witcher 3. Tatsächlich, mitsamt DLCs. Und ich mach's halt immer noch heute an. Es ist so, da werde ich gleich noch beim nächsten Spiel was zu erzählen, aber es gibt so diese Spiele, da wünscht man sich, und das habe ich mir schon als Kind gewünscht damals, die man am liebsten einfach vergessen würde und nochmal von vorne spielen wollen würde. Einfach nochmal, um die gleiche Erfahrung zu bekommen. Und Witcher 3 ist halt das, wo ich mir bis heute, immer wenn ich den Soundtrack höre, der läuft bei mir immer noch rauf und runter. Immer wenn ich Leuten in Streams dabei zugucke, die Raupling spielt das jetzt auch gerade momentan, die ist schon im zweiten DLC, denke ich mir immer, was würde ich dafür tun, dieses Spiel nochmal von vorne halt erfahren zu können. Das ist einfach das beste Spiel, das jemals erschienen ist und ich glaube nicht, dass so schnell ein Spiel kommen wird, dass das zumindest für mich wieder vom Thron hauen wird. Wie gesagt, also der vorherige. Die DLCs, die beide noch sehr, sehr gut waren. Der Support, der halt komplett während des Releases halt noch nachträglich mit den Patches und alles. Also auch das war sehr gute Arbeit vom Publisher. Also das hast du auch super selten, weil meistens kommt dann irgendwann und es ist buggy, wird nicht schnell gefixt oder so. Aber sie sind komplett auf die Community halt eingegangen. Gerade diese Quality of Life Features, die sie nachgepatcht haben.
Das war halt richtig, richtig gut. Also da ich kann ich halt nur zustimmen, was Levy sonst gesagt hat. Ich habe das heute auch bei Raupe gesehen. So, ich habe das ein Jahr später erst gespielt und da hatte ich schon jede Menge Patches drin. Und heute habe ich bei ihr irgendwelche komischen Bäume gesehen und Talentpunkte, die sie verteilt hat, wo es halt nochmal komplett anders aussieht, als ich es damals in Erinnerung habe. Also da sind offensichtlich immer noch Patches rausgehauen worden, noch 2 Jahre später. Also ja, so muss man das machen tatsächlich. Und die kleinen, klar, das Pferd ist buggy, das übrigens Roach heißt und nicht Plötze. Das Kampfsystem ist jetzt auch nicht das allerbeste, auf B drücken zum Ausweichen und so. Aber ja, gut, ne? Die Kleinigkeiten, also an irgendwas meckern kann man immer. Aber so wie die Story geschrieben ist, so wie die Welt einfach ein reinreißt, kenne ich kaum ein Spiel oder kein Spiel, das wirklich es so schafft wie Witcher 3. Mitsamt den DLCs. Also die DLCs haben es ja dann nochmal besser gemacht sogar. Mit dem ersten, das die beste Story überhaupt erzählt hat und dann dem zweiten, das nochmal quasi sich wie Urlaub angefühlt hat, mehr oder weniger. So nach all der Arbeit, die man mit Geralt vollzogen hat, dann nochmal schön nach Toussaint oder wie es hieß, raus und da nochmal ein bisschen Urlaub machen und keine Ahnung. Das war so die Phase in meinem Leben, nur weil ich Witcher 3, das Blood and Wine DLC gespielt habe, habe ich an einem Wochenende mal ein Gläschen Wein getrunken, was bei mir normalerweise nie vorkommt, weil dieses Spiel mich einfach so in seinen Bann gezogen hat, dass ich halt Bock bekommen habe durch dieses Feeling, das dieses Spiel aufgebaut hat, dass ich auch mal Wein trinken wollte, Rotwein. Dann haben wir mal Rotwein getrunken. Lecker. Wie war's? Ja, also gut. Heute habe ich jetzt nicht mehr so Lust. Ich müsste mal wieder Witcher 3, glaube ich, auspacken. Ich muss wieder spielen. Ich kriege auch wieder Bock auf Wein. Oh, Schatz, ich habe einen wunderbaren Wein mitgebracht. Moment, ich muss erst Witcher spielen. Moment. Bing, gleich, bin gleich in Stimmung. Moment. Genau so. Ich habe das zweite DLC noch nie gespielt. Uff. Habe ich noch offen? Dämlich. Ja, dann? Ja, ich weiß. Weißt du, was dieses Sommerloch machen kannst? Witcher ist halt so ein 3-Monats-Projekt, ne? Mhm. Das ist auf dem Stream immer. Solche Spiele sind für den Stream sehr schwierig, wenn es nicht gerade neu rauskommt. Ja, müsste man vielleicht so eine Nachtschicht einlegen für die ganzen Verrückten. Das ist genauso wie Gwent. Das Spiel Gwent, das Kartenspiel. Warst du fertig, Slammy? Das ich übrigens nie gespielt habe. Oh, also auch nicht in Witcher 3. Und das habe ich ja auch nie gemacht, Slappy. Und jetzt jedes Mal, ich habe den Client installiert. Und das ist geil. Weil. Ich mag keine Kartenspiele. Oh, Gwent ist richtig gut. Gwent ist wirklich. Ich wünschte mir so sehr, dass es das auf dem Tablet geben würde oder so. Das ist die ganzen Karten und das System, was da drin steckt jetzt mittlerweile. Und. Also, das haben sie sehr schön portiert aus dem Universum. Also, Slappy, ohne Scheiß, du kannst da dich auch wieder reinfühlen in das Ganze. So, das ist so sexy. Ich kann mit Kartenspielen nichts anfangen. Das ist so, ja, früher mit Magic und Pokémon konnte ich nichts anfangen. Dann mit Hearthstone konnte ich nichts anfangen. Ich weiß nicht, warum ich dann halt mit Gwent anfangen sollte. Keine Ahnung. Also, ich habe Hearthstone liegen gelassen für Gwent. Ja. Kann ich persönlich mehr mit anfangen, aber ich bin auch mehr im Witcher-Universum unterwegs. Ich habe Hearthstone liegen gelassen für Eierschaukeln, keine Ahnung. 5 gegen Willi. So. Aber, also ich kann das auch nur bestätigen. Witcher ist für mich auch immer noch eins der besten Spiele. Außer, dass ich, das kann ich mich noch dran erinnern, ich habe den Release gehabt und ich bin an einer Stelle nicht weitergekommen, weil meine Quest kaputt war. Und ich musste 4 Tage auf den Patch warten. Also das war wirklich schnell, sie haben es wirklich unfassbar schnell, haben sie es gepatcht. Das war so ein kleiner Bummer. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe alles ohne Schnellreise gespielt. Und Skellige war so der absolute Stimmungskiller. Also Skellige war so, oh nein, doch Schnellreise und du hast gesagt so, nee, keine Schnellreise, Reiten ist geil und dann kommst du nach Skellige. Das
war die dümmste Entscheidung deines Lebens. Ich habe auch alle Quests gemacht. Ich habe es geliebt, ja. Aber ich habe Blood and Wine noch nicht gespielt. Ich heb mir das, glaube ich, mal auf. Ich muss zugeben, ich habe Blood and Wine auch noch nicht gespielt. Ich habe es auf Platin sogar gespielt. Und dann die Add-ons haben so lange gebraucht, bis sie wiederkamen. Und ich habe mir dann die Game of the Year Edition geholt, weil ich bei der Game of the Year Edition noch einmal die 100% erspielen könnte. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich die spiele, dann spiele ich alles zusammen und dann bin ich auch wieder voll drin. Es ist, ich finde, geht es euch nicht so, wenn ihr ein Spiel spielt, ihr seid voll drin und dann die DLC gleich direkt, ist super. Aber wenn dazwischen so 6 Monate liegen, ich bin so raus aus allem, dass mir es ist nicht mehr das, genau, wie in diesem Moment. Und dann würde ich am allerliebsten das Spiel von vorne anfangen und nochmal alles in einem zusammengepackt. Ja. Und darum habe ich dann gewartet und mir gesagt, ja, das mache ich dann. Mit der Game of the Year Edition setze ich mich mal hin und dann gibt es knallhart von Anfang bis Ende mit Gwent, mit höchstem Schwierigkeitsgrad, mit allem drum und dran, gibt es noch einmal Witcher. Naja, ja, der Schwierigkeitsgrad ist ja eher so... Ja, gut. Andere sagen, aber der wird in den DLCs wird dann noch mal ein bisschen angehoben. Das stimmt. Am Anfang hast du richtig hart Probleme bei Witcher, weil du einfach noch nichts hast. Fand ich zumindest mit dem Schwierigkeitsgrad. Da musst du dich erstmal an den Modus gewöhnen, aber wenn da ein Wolf kommt, der haut dich halt ständig um und so, stirbt man so. Aber sobald du ein paar Öle, ein paar Connections hast oder wie die heißen, dann wird es halt einfach so. Ich fand, Todesmarsch hieß das, ne? Ich fand es sehr angenehm. Also bis Level 10 und danach war, ich glaube, dann wäre es egal gewesen. So. Dann war der Schwierigkeitsgrad nicht mehr. Großartiges Spiel. Ja. Spielt Blood and Wine. Oh, bin ich dran? Das ist mit dem nächsten? Ja, du bist dran. Okay. Ein Spiel, woran ich momentan, ich weiß nicht, ob es mit dem Wetter zu tun hat, weil draußen alles so grün ist und alles so schön und so. Es gibt ein Spiel, was ich immer und immer wieder mal spiele. Und das ist Enslaved. Odyssey to the West. Es geht um die Geschichte des Affenkönigs. Das ist eine uralte asiatische Geschichte. Und ist unglaublich schön. Spielt aber nicht in der alten Zeit, sondern spielt ungefähr 150 Jahre in der Zukunft. Und ist ein Spiel, was mich von der Optik her so unglaublich anspricht, dass ich momentan seit 2-3 Wochen immer wieder denke, so, oh, das könntest du noch mal spielen mit Monkey und Trip zusammen durch diese kaputten Landschaften zu gehen. Es war ein unglaublich tolles Action-Adventure, an das ich momentan sehr, sehr, sehr oft wieder denken muss. Und was ich schon sehr oft gespielt habe, was ich im Stream vor 2 Jahren dann auch auf 100% gespielt habe und was ich trotzdem immer wieder mal gerne spiele. Das ist ein echt tolles Adventure. Und ich glaube, Slabby hat sich durchgespielt. Und Dizzy? Ich? Durch? Nein, auch nicht. Ich verstehe das nicht. Ich finde... Slav? Ja, ich habe es gespielt, klar, auf der PS3. Und ich wollte sagen, es ist halt ein super unterschätztes Game. Irgendwie hat es nämlich keiner auf dem Radar gehabt. Ich habe es extrem gerne gespielt. Ich würde mir davon auch ein Remaster oder so wünschen. Und wie gesagt, ist ja in dem Sinne von keinem Unbekannten. Von Ninja Theory, ich habe auch überlegt, es ist nämlich mittlerweile im PlayStation Now. Das heißt, wenn du diesen Abo-Service von der PlayStation da abonniert hast, kannst du es halt direkt auf deine Konsole und oder deinem PC halt streamen. Klar, du kannst es natürlich auch bei Steam kaufen und direkt auf dem PC halt spielen, aber dann kriegst du halt die Trophies halt nicht. Und da habe ich es eben auch überlegt, als ich da gesehen habe, ob ich es denn nicht nochmal da spielen möchte. Ich fand es damals geil und ich würde es auch nochmal ein zweites Mal spielen wollen. Ich weiß nicht, das Kampfsystem hat mich damals irgendwie so ein bisschen abgeturnt. Okay. Du musstest da ja die ganze Zeit irgendwie Sachen ausweichen, glaube ich, oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe es, glaube ich, nur 4-5 Stunden gespielt und es hat mich einfach nicht gehuckt, so. Während du halt mit dem muskulösen Typen unterwegs bist und Monkey? Hast du so einen Stab, glaube ich, und dann musst du die ganze Zeit irgendwie, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob du da irgendwie blocken musst, ausweichen, parieren oder ob du irgendwie durch
bestimmte Sachen durchrennen musst oder so, aber irgendwas hat mich damals daran gestört und dann die Story hat mich auch nicht so mitgenommen, obwohl mich natürlich interessiert hätte, was, wie es jetzt weitergegangen wäre. Das wäre wahrscheinlich so ein Planet of the Apes, Planet der Affen Ende gewesen oder so. Kann ich mir vorstellen. Also irgendwie so, dass es so in die Richtung geht, aber ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber ich kann verstehen, also mir haben auch viele Leute erzählt, dass sie dieses Spiel absolut lieben und nicht verstehen können, wie es damals so untergegangen ist. Ja, das ist echt schade. Also ich fand es großartig und eine absolute Spielempfehlung. Wird das jetzt eigentlich angezeigt, der Name im Stream? Enslaved? Kann ich den hier nicht anmachen, nee. Sonst bin ich noch asynchroner. Ja, wird angezeigt. Echt? Ja, aber nicht von uns irgendwie eingeblendet, oder? Doch. Von uns eingeblendet. Das mit Bildern und allem. Das ist ja die Frage. Das haben wir doch schon immer gehabt. Wird alles angezeigt und kostet momentan bei Steam 19,99. So. es gibt noch ein kleines DLC dazu. Das war okay. Das habe ich nicht gespielt. Ja, das muss nicht sein. Da spielst du Piggy. Pig, das muss jetzt nicht sein unbedingt, aber das Spiel an sich war wirklich toll. Ja, Monkey, der Affenkönig. Der auf Wolken fliegen kann. Und eben die Reise nach West. Ja, Monkey. Wir reden gerade über Enslaved. Ja, das ist die Geschichte. Okay. Ah, okay. Darum heißt er Monkey. Weil es Ach, er heißt das Monkey. Ist, ja, er heißt Monkey, aber es ist eine Anlehnung an die Geschichte vom Affenkönig. Ah, okay. Ja, die kenne ich nicht. Der mit dem Mönch nach Westen gegangen ist, um ihn zu beschützen. Und nein, kennst du nicht? Okay. Wo das gerade im Chat steht, Koniz, damit andere Leute eventuell nicht nur unsere Spiele sehen können, sondern auch eure Spiele. Das macht die Auswahl noch viel, viel größer für Menschen, die eventuell im Sommer nicht wissen, was sie spielen sollen. Das ist der Grund. Und weil wir natürlich eure Daten an Google verkaufen. Absolut. Amazon, Mann. Ach so, ja, Amazon mache ich, Entschuldigung. Ja, Son Goku. Also es ist die Geschichte, ja. Son Goku. Echt nicht, Sebi? Son Goku? Ja, Son Goku. Das ist doch Dragon Ball. Ja. Wolke, Stab. Ja. Son Goku. Achso, das ist die gleiche Geschichte, oder was? Was hat das jetzt mit dem Affenkönig zu tun? Er heißt Son Goku. Der Affenkönig heißt Son Goku. Achso. Und der ist Super Saiyajin. Son Goku ist daran angelehnt. Deshalb hat er auch den Affenschwanz. Ah. Okay, verstehe. Das ist so, das ist ein uraltes, asiatisches, nein. Okay. Ich habe Tsubasa geguckt, nicht Son Goku. Okay, gut, dann, es ist eine echt schöne Geschichte. Mir hat es sehr gut gefallen, großartiges Spiel. Fertig. Ich habe kurz vor Ende ausgemacht. Du hast kurz vor Ende ausgemacht? Ich habe 8 Stunden gespielt, habe gerade geguckt. Kann nicht jedem gefallen, Sani. Nein, absolut. Okay. Möchte noch einer was dazu sagen? Nein. Okay. XCOM 1 und 2 habe ich. Das hast du mir geklaut. Was? Das wollte ich auch nehmen. Ja, Pech gehabt. Jetzt kommt mal zuerst. Ja, geil. Ich hätte ja auch. Also, ich habe noch ein paar andere, aber XCOM. Mich jahrelang davor gewehrt, als Dobbs, weiß ich noch, Dobbsy ist gerade auch im Chat, der hat immer gesagt, spiel das doch mal, das ist toll, das ist rundenbasiert. Ich sag immer, nee, rundenbasiert ist voll langweilig und schnarch, gähn. Und dann habe ich XCOM 1 gespielt und habe festgestellt, dass das gar nicht mal so uncool ist. Und Dobbsy hat immer gesagt, das ist das schwerste Spiel, was es gibt. Ist es auch, weil es einfach so ein blödes Würfelscheiß ist. Das ist völlig unlogisch. Das Spiel ist manchmal völlig Banane. Und wenn jetzt irgendeiner sagt, nee, du kannst das nicht spielen, am Arsch. Es ist einfach Würfel-Jesus. Und den kannst du manchmal einfach nicht besiegen. Ich habe mit XCOM 1 und 2 persönlich so viel Spaß gehabt, dass ich das euch sehr gerne empfehlen würde. Bei XCOM 1 gibt es sehr viele Mods und auch bei XCOM 2
Wobei es bei XCOM 2 sogar noch ein sehr schönes DLC dazu gibt mit sehr viel extra Content. Ich habe keine Ahnung, wie das mit dem Sale aussieht. Ich glaube, also ich habe noch nie XCOM 2 runtergehen sehen, was den Preis angeht. Außer jetzt, glaube ich, zum Summer Sale, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und es ist einfach ein sehr, 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 sehr schweres Spiel, was aber trotzdem dir unglaublich viel Spaß bringt. Denn du kannst es unzählige Male spielen. Du kannst es unzählige Male spielen auf so vielen verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Du kannst es bis unter die Zähne modden und abgefahren. Also XCOM 1, 2, wenn ihr einfach mal so ins rundenbasierte Spielen einsteigen wollt, ist das definitiv der König dieses Genres. Also ich habe auch bis jetzt noch kein besseres, gesehen. Oder gespielt. Und ich habe schon ein paar ausprobiert. Also, falls ihr Lust habt, in das Genre einzusteigen, los. Und wir haben beide DLCs, also sowohl der erste und zweite haben DLCs, also wobei man das schon eher Add-on nennen kann, weil es die komplette Kampagne verändert. Also die sind beide ihr Geld wert. Und was du jetzt als Mod bezeichnet hast, es gibt halt eben einen Fan-Mod. Ich glaube, beim ersten hieß er Long War. Der ändert auch nochmal das komplette Spiel mit der kompletten Kampagne. Es ist nicht jetzt einfach ein Minimod, wo dann irgendwie jemand einen Hut auf hat oder eine neue Fähigkeit bekommt. Es ist quasi ein kostenloses Fanprojekt und das Spiel wird komplett umgekrempelt. Und auch diese Dinger, damit würde es sich dann nochmal lohnen, das Spiel ein drittes Mal zu spielen. Also einmal Basis, einmal mit DLC und einmal mit dem kostenlosen Fanmod. Und damit hast du quasi drei verschiedene Spiele mit drei verschiedenen Kampagnen und das Ganze mit Teil 1 und 2, also insgesamt 6 verschiedene Games. Und deswegen wollte ich es halt auch nehmen, weil es einfach einen extrem brutalen hohen Wiederspielwert hat. Auf der Switch heißt das übrigens Mario & Rabbids Kingdom Battle. Was? Aha. Wie viel kostet das nochmal? 60, glaube ich, ne? 40, glaube ich. Ich habe das letztens, da habe ich das bei Dan gesehen, habe ich mir gedacht so, Ja, ja, hast du gesehen. Dann spielst du es selber und dann nächstes Jahr, wenn Sommerloch ist, Mario Rabbids Kingdom Battle. Slavy hat mir da was gesagt, spiel das. Ja, na klar. Nee, danke. Da sind die Wahrscheinlichkeiten mit 50-50, da gibt's nichts anderes. Kein 30-20-19 oder mal bei 99% vorbeischießen, das gibt's bei Nintendo nicht. Und das ist langweilig, okay? Da fehlt ja die Qual. Da merkt man, Nintendo macht halt nur Kinderspiele. So. Ah, ja. Meiner einer dann als nächstes. Ja, du ja, bist dran. Was ich euch empfehlen möchte, ist ein bisschen älter, kam letztes Jahr raus, aber ist dieses Jahr nochmal für die Konsolen rausgekommen, beziehungsweise als Retail. Ein High-Bit-Indie, und zwar Oldboy. Ich fand es letztes Jahr super cute. Wir haben es im Stream gespielt und ich würde es gerne nochmal irgendwann auf der PS4 halt spielen. Wäre halt tatsächlich so Metroidvania-Style, Retro-like, Dinger mag, wird mit Oldboy auf jeden Fall eine Menge Spaß haben. Hat gute Kritiken bekommen. Ich hatte echt viel Spaß im Stream und wer es halt noch nicht gespielt hat und irgendwie so in dieses Retro-like-Genre mal reinschnuppern möchte, der wird mit Oldboy, denke ich mal, ganz, ganz viel Spaß haben, weil es einfach ein verdammt süßes Spiel ist. Ich hab's nie durchgespielt. Muss ich zugeben. Ich weiß nicht warum. Ich hab's nie durchgespielt. Es hat mir viel Spaß gemacht, als ich es gespielt habe, aber irgendwie an einem Tag hatte ich dann keine Lust mehr, es weiterzuspielen und habe ich es nicht zu Ende gespielt. Ist das nicht ein Jump'n'Run? Ein Fly and Run eher, ja. Das, warst du da drinnen nicht die absolute Niete? Nein, weil das Spiel absolut fair ist. In Jump'n'Runs bin ich schlecht und Ori zum Beispiel wäre auch gar nicht meins oder auch Hollow Knight oder so, weil das braucht halt präzise Sprünge, Skill-Jumps aneinander gekoppelt und das brauchst du halt in Oldboy halt nicht. Das Spiel ist halt von Grund auf super fair. Ich würde halt schon fast sagen, für jemanden, der halt solche Spiele gut kann, ist es vielleicht zu langweilig. Okay. Das erklärt natürlich alles. Ich wollte gerade sagen, also Ori ist auch fair. Ja, nachdem sie es jetzt aber genervt haben oder besser als andere Dinger. Also Basis, als es rausgekommen ist, der Ginsengbaum des Todes. Uff, schwierig.
Naja, es ist halt wie bei Dark Souls. Da muss man halt ein paar Mal versuchen. Ja, aber Dark Souls ist kein Plattforming. Ja, ja, eben. Trotzdem, schwierig. Plattformer sind schon immer schwierig gewesen. Ich erinnere mich noch an Super Mario Bros. 1 oder 3, wo ich halt in der 8. Welt. Ja, aber das ist halt die Schwierigkeit, die ich zum Beispiel nicht mag. Wenn ich halt die Schwierigkeit habe, mein Messer in irgendeinen Gegner zu stecken, das kriege ich irgendwann hin. Aber ob ich pixelgenau irgendwo auf den Frame springe, das ist halt nicht meins. Da werde ich irgendwann zu alti. Ja. Ja, Super Meat Boy, genau. Müsste ich auch mal durchspielen, stimmt. Hallboy. Und wie gesagt, kommt jetzt sogar, glaube ich, noch eine Collector's Edition für die Konsolen raus, für Switch und PS4. Das ist halt echt schön, ne? Wie diese Sicht, die Kamera immer rauszoomt, reinzoomt, dann dieser Soundtrack dazu und schön gemacht. War, glaube ich, auch so ein Projekt von einer Person oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Dieser Super Nintendo-Look. Nicht ganz, also auch Retro, aber halt 16-Bit, glaube ich. Oder so Fake 16-Bit. Darf ich? Ja. Als nächstes habe ich auf meiner Liste das Spiel, das von Witcher 3 quasi vom Thron geschubst wurde, aber da ziemlich lange bei mir oben drauf saß, und zwar Ocarina of Time. Zelda. Legend of Zelda. Das war damals, als ich es gespielt habe auf dem N64. Ich weiß nicht, ich glaube, ich war 11 Jahre alt, 12 Jahre alt, und bis dahin, ich war Videospiele verrückt auf jeden Fall, schon zu dem Zeitpunkt, aber mehr, weil sie halt Spiele waren. Ich hatte keine Ahnung, dass sie auch Story erzählen können, und Ocarina of Time war halt das erste Spiel, das ich gespielt habe damals, das mir eine Story erzählt hat. Ich glaube, es war eins der ersten Spiele, die halt in dieser 3D-Welt damals auch wirklich eine Story erzählt haben. Und die war einfach so episch, und das Spiel ging so lang, 40 Stunden galt damals, glaube ich, noch als wirklich lang für so ein Story-Game. Und heute ist das ja nix, ne? Wenn man sich mal Persona 5 anguckt oder so, wo so eine Story mal über 100 Stunden geht. Aber ich habe damals, glaube ich, 2 Monate lang dieses Spiel gespielt und von nichts anderem mehr erzählt, weil es mich einfach so in seinen Bann gezogen hatte. Ich war noch zu jung für manche Rätsel, daran kann ich mich noch erinnern. Da habe ich teilweise einen ganzen Tag nur für einen Raum gebraucht. Aber ich habe es trotzdem genossen. Also es war wirklich, bis Witcher 3 kam, war es das beste Spiel, das ich jemals gespielt habe. Und Majora's Mask quasi, was dann auch auf dem N64 rauskam, eher zum Ende hin dann vom N64, war fast genauso gut. Also N64 Zeldas sind wirklich sehr, sehr gute gewesen damals, muss man wirklich sagen. Absolut. Also Zelda ist der Grund, warum ich Videospiele spiele, und Ocarina of Time war meine erste, also ich habe mir den N64, das war die erste Konsole, die ich mir selbst gekauft habe, und die habe ich mir nur gekauft wegen Zelda. Ja. Ich wollte nur Ocarina of Time spielen, und danach kam noch Donkey Kong und Super Mario, aber es war nur das, und ich weiß noch, ich bin in einen Laden reingegangen, weil ich damals das Geld nicht hatte, und das hieß Flohhaus, und da gab es eben Gebrauchte. Und da habe ich mir meine Konsole gebraucht gekauft und habe das Spiel mitgenommen. Ich war so glücklich, das endlich spielen zu können. Schöne Erinnerung. Ja. Gibt's das eigentlich jetzt auf diesen hier? Genau. Wer kein N64 zu Hause hat, ne, wir wollten ja, genau, wir sagen ja, die Spiele, die man heute noch spielen kann. Switch gibt's das leider noch nicht. So, ich weiß auch nicht warum. Nintendo möchte offensichtlich nicht noch mehr Geld haben. Das, was sie jetzt bekommen, reicht ihnen offensichtlich, weil die Virtual Console gibt es noch nicht für die Switch, obwohl es die Konsole schon über ein Jahr gibt. Aber gerüchteweise wird ja bald der Mini N64 angekündigt. Ja, genau. Das oder eben man hat eine Wii, man hat eine Wii U. Ich weiß nicht, ob sie es auf dem DS auf der Virtual Console da draufgehauen haben. Obwohl, nee, DS gibt es ja ein Remake, genau. Also wenn ihr ein 3DS habt, gibt es ein Remake für den DS. Echt? Ja, von Ocarina of Time und von Majora's Mask tatsächlich. Für beides. Nur für Handheld leider. Also es gibt genug Chancen, es noch zu spielen. Nur auf der Switch halt leider nicht. Das ist ein bisschen doof. Ja,
Ich hoffe, es kommt bald für die Switch, dann kann ich es auch noch mal spielen. Ich habe hier auch immer noch die Komplettlösung stehen, tatsächlich. Ach, für die N64-Version. Ich habe das Spiel noch, aber meine N64 geht nicht mehr. Doch, meine geht noch. Habe ich letztens angemacht. Hier für das Video, genau. Für das Video, was wir hier für quasi als Ankündigung gemacht haben, habe ich extra die N64 angeschaltet. Und es sieht sogar noch gut aus. Also über einen SCART-Stecker in Fernseher hier, in Flatscreen, sieht immer noch einigermaßen passabel aus. Ich dachte, es würde pixeliger aussehen, aber der zieht das sogar lang in 16:9. Das hat mich am meisten gewundert. Ja, nun. Technik, die Begeisterung. Ja, du, ich habe auch noch meinen alten Gameboy, der funktioniert noch. Der ist so mitgenommen. Gab es nicht sogar einen Gameboy, der irgendwie bei einem Atombombentest irgendwo gefunden wurde danach und der immer noch funktioniert und angeht? Steht in irgendeinem Museum. Also die alten Konsolen von früher, die halten alles aus. Ja. Ocarina of Time. Ja, dann. Soll ich weitermachen? Ja, ich habe dazu nichts zu sagen. Ich bin da nicht, also raus. Du bist dann auf Bäume geklettert. Ja. Also ich würde es auch so nicht spielen. Muss man ja auch nicht. Nee, eben, muss man ja nicht. Also ist alles gut. Ich würde es gerne, aber ich habe die Hardware dafür nicht. Hast du es früher nicht gespielt? Nein. Oh. War halt immer Sony-Kind und was mich halt zum Game halt gebracht hat, wobei ich mich frage, warum ich es nicht auf der Liste habe, ist halt Resident Evil. Das war halt der Grund, wie ich dann halt tatsächlich die PlayStation 1 kaufen gegangen bin mit dem ersten Teil. Und irgendwie Nintendo ist komplett immer an mir vorbeigegangen. Erst mit dem GameCube und da habe ich auch den nur geholt für Resident Evil damals und keine Ahnung. Ich habe jetzt die Switch und wenn jetzt das für die Switch kommen würde, würde ich es gerne nachholen. Aber wie hat andere Produkte von Nintendo habe ich halt nicht. Bei mir hat es wirklich eigentlich fast mit dem N64 geendet. Ich habe mir den GameCube noch gekauft, aber für den GameCube nicht mehr so viel besorgt, muss ich zugeben. Und dann kam PlayStation und dann hat PlayStation für mich Nintendo abgelöst. Und ich bin bis heute bei PlayStation geblieben. Klar, mal ein bisschen fremdgegangen mit anderen Konsolen, aber früher war für mich Nintendo das Ding. Es hieß ja auch nicht damals Videospiele spielen oder zocken. Früher hieß es Nintendo spielen. Ja. Ja, darf ich heute Nintendo spielen? So hat man damals gesagt. Ja, stimmt. Kommst du vorbei zum Nintendo spielen? Ja, oder wenn ich Scheiße gebaut habe, habe ich Nintendo-Verbot bekommen. Okay. Ich habe den Nintendo bekommen fürs Versetztwerden der Schule. Ja. Ach, schöne Zeit. Mein nächstes Spiel. Ich habe geschaut, dass ich so ein bisschen verschiedene Sachen drin habe. Ne? Erstmal Sims 4, dann eben Enslaved und dann etwas, was man kooperativ spielen kann. Es ist Borderlands 2. In Borderlands 2 habe ich über 500 Stunden schon verbracht. Viel mit Stefan zusammen, also mehr als drei Viertel habe ich wohl mit Stefan Borderlands 2 gespielt. Und selbst heute ist Borderlands 2 noch immer Thema bei uns und wir spielen es noch immer. Also es ist großartig. Loot, Loot, Loot und nochmal Loot. Das Loot wird generiert und es ist Wahnsinn. Man spielt das Looten und Leveln, absolut. Man spielt es mindestens 2-3 Mal. Die DLCs sind großartig in Borderlands 2. Also jetzt mal von Tiny Tina, was wirklich das gigantischste und beste DLC ever, ever, ever ist. Sind die anderen, ich glaube, sind insgesamt fünf? Warte, wir haben Togo, wir haben den Hunter, wir haben Tiny Tina, dann, oh, die ganzen Festtage kamen noch dazu. Es gab für jeden Festtag, gab es dann für Weihnachten, für Turkey, wie heißt das? Thanksgiving. Und so gab es noch extra Areale, wo man dann Quests machen konnte. Borderlands 1 war schon super, aber 2? Ja, ich glaube, da werden auch die Herzen höher schlagen, wenn dann nächstes Jahr Borderlands 3 dann angekündigt wird. Ich glaube, da explodiert das Internet. Ja, schauen wir
wir mal. Also Pre-Sequel war jetzt... Ja, das war ja aber auch kein vollwertiger Teil. Das war ja mehr so... Naja. Wäre als DLC für Borderlands 2 super gewesen. Ja, zum Beispiel. Aber so war das jetzt ein kleiner Ausrutsch. Das war okay. Es war okay, aber Borderlands 2 ist 10.000 Stunden und die werde ich in den nächsten paar Jahren immer noch dort verbringen. Das kann man empfehlen. Kann man mit bis zu 4 Leuten spielen. Man kann es aber auch wirklich sehr gut alleine spielen. Schwierigkeitsgrad ist anpassbar. Da kann man auch von Wattebällchen werfen bis zu Brecheisen-Power. Da kannst du da auch alles einstellen. Also Borderlands ist ein ever-favorite von mir. Ich habe es zweimal angefangen. Aha. Und bin nie weit gekommen. Nicht einmal durchgespielt? Nee. Okay. Ich habe es einmal... Habe ich damals mit Scoops gespielt, da ging mir Claptrap so auf die Eier, dass ich wieder ausgemacht habe. Also der ging, ich bin nicht weitergekommen, ich, keine Ahnung, ich glaube 20 Minuten habe ich ausgemacht, weil Claptrap mir so auf den Sack ging, das war unbeschreiblich. Mhm. Und beim letzten Mal habe ich es mit Mocker gespielt, 2 Tage oder so. Und das ist so, ja, nee. Hört mir nicht so an. Also es ist cool, ne? Also es ist wirklich sehr, sehr cool, aber ich schaff's nicht durchzuspielen. Also das ich war zum Schluss ein bisschen überspielt, weil ich es irgendwie, Entschuldigung, wenn ich ins Wort gefallen bin, red erst mal aus. Geballert und gebumst und irgendwann war so, okay, ja, 50 Waffen, 30.000 hier und nee. Nee. Und es war immer so viel Loot. Hast du Spiele, wo alles vollgeklatscht ist mit Loot? Das ist bei, wie heißt es noch? Path of Exile, wenn du, da liegt alles voll. Da ist wirklich Borderlands noch wenig gegen, ne? Wenn du da keinen Filter hast, ist so, ne. Ne, tschüss, hau ab! Und dann weißt du immer nicht, was willst du, was brauchst du, dann gibt's ja auch kein Tutorial und dann, ne? Tutorial fürs Looten? Nee, aber was du brauchst und was nicht. Und das dann hast du was. Nein, was du brauchst und was du nicht brauchst, weil du, dann musst du immer. Ich hasse Spiele, wo du so viele Optionen hast und du kannst die ganze Scheiße nicht mitnehmen, weil dein scheiß Inventar voll ist. Da könnte ich ausrasten. Das ist bei Survival Games genau dasselbe. Kein freien Platz im Anzug-Inventar. Nein! Fick dich! Dann mach's größer! Ich will das mitnehmen. Das war bei Fallout 4 genau dasselbe. Du willst halt alles mitnehmen. Und dann willst du aber auch nicht 5-mal dahin gehen. Die sollen endlich mal einführen, dass man Mulis mitnehmen kann. Oder ganze Armada von Elefanten und Eseln, dass man die voll machen kann. Oh, das regt mich so auf. Und das hat mich bei Borderlands hat mich das auch wuschig gemacht. Und dieser ständige Mangel an Munition. Weil Mocker, der blöde Rattenmann, immer alles eingesammelt hat. Und dir nichts übrig gelassen hat. Ihr teilt das. Ich habe nie Munition gehabt. Meine Munition war immer alle. Ihr teilt das. Das ist automatisch, auch das Geld wird geteilt. Ich habe nie genug Munition gehabt. Dann hat Mocker, dann habt ihr nicht genug gelootet. Was ist denn los? Wie kann man denn in Borderlands zu wenig Munition haben? Du hast 4 Waffenslots. Ja, eben. Wenn du 4-mal eine Schrotflinte hast, dann ist das natürlich auch schlecht. Nee, das habe ich nicht gehabt. Aber ich habe auch nicht genug Schaden gemacht. Weil, wie gesagt, ich wusste, nachher war ich völlig überfordert und wusste nicht mehr, was ich da machen muss. Da habe ich keinen Bock mehr gehabt. Da fühlte sich alles wie überlevelt an. Dann musst du 100-mal mit der Pampe da mal raufhauen und dann, nee, war vorbei. Naja, man hatte die aber verschiedenen so Elemente und so. Es ist schon großartig. Es ist auf jeden Fall cool, definitiv. Ich glaube, wenn man zu der Zeit, das ist wie mit Nintendo und Mega Man zum Beispiel. Man hat das einfach gut in Erinnerung und deswegen spielt man es auch immer wieder gerne. Aber ich habe nie gute Erinnerungen gehabt. Ich habe es in der Zeit gespielt, wo ich mit Claptrap angefangen habe und mir so, oh, Alter, geh mir nicht auf den Sack, du scheiß Roboter, halt die Fresse. Und dann wollte ich immer weg von dem und dann ist der immer hinterher und dann habe ich gesagt, nee, kein Bock mehr. Und das letzte war, wenn du Gegner nicht tot kriegst, ja, wer will denn das spielen? Hast du keinen Bock drauf. Und wir haben auf normal gespielt, so, was soll das denn? Dann machst du es halt nicht weiter. Deswegen habe ich nie eine gute Erinnerung an Borderlands gehabt. Wobei ich das Universum und den Witz super geil finde. Also ich glaube, wenn du das mit jemand spielt, der Erfahrung hat, der dich da nicht so durchschleift wie so ein Kaputter und dich ein bisschen entdecken lässt, ist das, glaube ich, ganz cool. Ja, das kann gut sein. Dann macht das schon Bock. Gerade wenn du jetzt zu zweit es einfach entdeckst, ne? Weil ja. Borderlands hat so viele
Seitsachen, weißt du, die man entdecken kann und so. Es ist wirklich eine großartige Welt mit unglaublich viel Liebe zum Detail. Witzig, also das ist schade, dass du da nicht, ne? Ich hatte halt das Glück, dass man das zu zweit so, guck mal da hinten an der Klippe, oh, guck mal, da ist noch irgendwo eine Kiste. Wie könnten wir denn da hinkommen? Und man hat das halt so Schritt für Schritt, ne, sich angeschaut und das war, ja. Also ich kann nicht zählen, ich glaube auch Borderlands zählt zu den Spielen, die ich am meisten durchgespielt habe, wo ich nicht mehr zählen kann, wie oft ich Borderlands durchgespielt habe. Das Zweier. Also weit mehr als 20, 30 Mal habe ich Borderlands schon durchgespielt. Ja, ich habe so gut wie alle Charaktere auf dem höchsten Level und danach geht's los mit Looten und dann natürlich mit Farmen. Dann möchte man das beste Schild haben und dann sind die Stats ja random generiert. Also machst du das so lange, bis du das perfekte Schild hast. Und ich habe Borderlands sehr intensiv und spiel's immer noch. Du spielst es eigentlich als MMO-Ersatz. Halt die Klappe, du stinkst. Geh weg. Der einzige Grund, warum du es eigentlich spielst, du würdest eigentlich viel lieber MMOs spielen. Aber nein, Borderlands 2. Weil du dir ein MMO-Verbot aufgelegt hast. Geh weg. Kompensierst du das mit Borderlands? Du bist jetzt gar nicht dran. Busy ist jetzt dran. So. Vielleicht sollte ich mit dir mal Borderlands spielen. Da stand doch gerade im Chat, wer hat das geschrieben? Oh, ich spiele Sirene. Das war Bunnex. Ich spiele Sirene. Siehst du, und da hört es schon wieder auf. Da habe ich schon gar keine Lust mehr. Ich weiß doch gar nicht, was das ist, Mann. Die Frau. Der weibliche Charakter. Toll. Und Nu? Die ist super. Die macht viel mit Elementen. Aber du bist eher so der, du bist Gunserker. Ja. Okay, gut. Mit zwei Hand. Okay. Vielleicht finde ich irgendwann mal jemanden, der kompetent genug ist, dich an die Hand zu nehmen. Ich nehme dich nicht an die Hand, Schatz. Ja, na sicher. Ich nehme dich an die Hand, ja. Und spiel das mit dir, als wäre es das erste Mal. Ich bin gut da drin. Ja, ich weiß, du bist ja auch eine Frau. Ich bin da richtig gut drin. Das ja. Glaube ich dir. Wie das erste Mal. Hast du nicht gesagt. Habe ich gesagt. Ich glaube, ich muss Stefan mal anrufen. Ich muss fragen, ob das wirklich so ist. Der macht es mit dir auch, so wie das erste Mal. Uff. Gut, ich habe noch einen Brocken. My Summer Car ist absolute Scheiße, aber ist perfekt eigentlich. My Summer Car ist... Also ich sag mal, wer meinen Kanal guckt und mich kennt, weiß, dass My Summer Car eins meiner... Deckenpferde ist. Ich glaube, es gibt wenig Singleplayer-Spiele, wo so viel los ist bei mir. Und es gibt, glaube ich, fast kaum ein Spiel, was so viele Highlights hervorbringt wie dieses Spiel. Bei My Summer Car geht es im Grunde genommen darum, sich ein Auto aus Einzelteilen zusammenzubauen. Und das in eins der unoptimiertesten Spiele, die es gibt. Das heißt... Wobei, das stimmt jetzt mittlerweile gar nicht mehr. Es läuft mittlerweile, glaube ich, flüssig. Aber zu meiner Zeit oder auch jetzt auch oftmals immer noch so mit einer leichten Alkoholfahne. Also ich spiele dort einen notorisch exzessiv trinkenden Finnen, der mehr Bierkästen zu Hause hat, als er Ziegel verbaut hat für sein Haus. So spiele ich das. Aber worum es eigentlich geht, ist dieses Auto zusammenzubauen, es ist fertig zu machen, nebenbei zu arbeiten und Geld zu verdienen, um dieses Auto immer noch weiter auszubauen, um dann an einem Rennen teilzunehmen und dieses dann zu gewinnen. Und man kann dort Scheiße fahren, man kann Holz hacken, man muss da Leute abholen und es ist sehr abschreckend auf den ersten Blick, weil es wirklich nicht sehr, sehr schön ist. Also grafisch nicht sehr schön, aber vom Gameplay her ist das ein Träumchen. Also ich habe damals, hat Slappy gesagt, ich soll das mal spielen. Der erste Stream war wirklich so, ehrlich jetzt, Slappy? Der zweite Stream war so, ja, jetzt haben wir einen Kasten Bier drin. Und der dritte war, ja, Party Hard, let's go, Feuer frei. Juhu! Und so spielen wir mit meinem Summer Car. Also ich kann es euch nur ans Herz legen, probiert's mal aus. So kann man vielleicht auch lernen, ein Auto zusammenzubauen. Es ist einfach
eins der besten Indie-Spiele, die jemals rausgekommen sind. Muss man einfach so sagen, weil... Ich bin noch nicht zugekommen, das muss ich mir echt mal irgendwann angucken. Es nimmt sich halt so wenig ernst, dass es einfach fantastisch ist. Und ich verstehe nicht, warum nicht so viele andere Spiele sich ein Beispiel daran nehmen. Gerade diese Simulationsspiele jetzt, was letztens rausgekommen ist hier, das House Flipper oder wie das heißt, zum Beispiel, das schon ein bisschen in die Richtung geht, oder der PC Building Simulator, die könnten das so super gut noch die Welten drumherum bauen, dass sie halt auch quasi ein Verarschespiel daraus machen, was einfach diesem ganzen Genre so einen gewissen Flair geben würde. Aber die nehmen es halt ein bisschen ernster. Oder die nehmen sich ein bisschen ernster. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil da hat eigentlich ein Spiel das perfekte Vorbild schon vorgeliefert. Aber ja, es ist das bessere Car Mechanic Simulator als Car Mechanic Simulator. So, es macht mehr Spaß, da ein Auto zusammenzubauen, finde ich, als in Car Mechanic Simulator. Und allein der ganze Mumpitz, zu dem es einen die ganze Zeit animiert. Ich habe letztens, hat irgendwer einen Unfall gebaut. Ich glaube, der ist in mich reingefahren. Einer von diesen zwei Jungs, die da vor der Kneipe sitzen den ganzen Tag. Ich hatte Überrollbügel und war gut angeschnallt. Das heißt, mir ist nichts passiert. Er ist gestorben. Aber weil er mich die ganze Zeit genervt hat, habe ich ihn mitgenommen, abgeschleppt, habe ihn aufs Gleis gestellt und habe nur zugeschaut, wie der Zug gekommen ist und ihn weggepölt hat. Das ist so witzig. Einfach, also es ist wirklich, und ich finde es schade, es gibt Mods für das Spiel. Es gibt Mod-Unterstützung, glaube ich. Und es sind ein paar Mods rausgekommen, aber die meisten Mods für das Spiel sind momentan nur eher Cheat-Engines oder sowas. Es gibt ein paar Leute, die da tatsächlich Häuser für designen und so, wo man dann irgendwie umziehen kann in ein Extra-Haus oder eine Villa oder sowas. Aber es ist noch viel zu wenig, was wahrscheinlich daran liegt, dass es halt immer noch geupdatet wird. Und ich finde, ganz im Ernst, das ist das einzige Early-Access-Spiel, das von mir aus nie aus dem Early-Access rauskommen muss, weil es dann immer Updates geben wird. Also, das würde mir reichen. Ganz im Ernst. Wirklich. Traumhaft, dieses Spiel. Next. Ich hab's Slash ausgelassen, oder? Slash? Nee, ich bin... Ich komm jetzt. Ach ja, genau. Ja, das nächste Spiel... Muss ich wahrscheinlich sagen, sonst werde ich gevierteilt und darf nie wieder streamen und dann krieg ich die Stream-Lizenz entzogen. Warum sitze ich hier? Dark Souls. Stellvertretend mal Dark Souls 1 Remastered genannt, falls jetzt gerade rausgekommen ist, nochmal für die Konsolen bzw. für den PC, aber auch Dark Souls 2, 3, mal die ganze Reihe genannt. Eine großartige Reihe. Ein bahnbrechendes neues Kampfsystem, was halt eben dann schon mit Demon's Souls 2 erfunden wurde, aber halt in der Dark Souls-Reihe perfektioniert wurde. Und ich glaube, ich habe kein anderes Spiel neben World of Warcraft so lange gespielt wie die Dark Souls-Reihe. Ihr habt gerade ein bisschen scherzhaft gesagt, aber ohne die würde ich wahrscheinlich nicht hier setzen, weil ich habe dieses Spiel halt eben gesuchtet und war irgendwann mal auch ganz gut da drin. Mittlerweile eher casual, aber ich spiele es halt immer noch gerne. Jetzt nochmal Platin zu machen, war halt super geil. Und wer das Spiel halt noch nicht gespielt hat und irgendwie Action, Adventure oder RPGs mag, unbedingt mal reingucken. Ja, die Welt zu erkunden beim ersten Mal, das wäre das, was Slabby gesagt hat. Wenn ich nochmal wünschen könnte, irgendwie mein Gehirn zu formatieren, nochmal blind ein Spiel spielen zu können, dann wäre es halt wirklich am liebsten nochmal Dark Souls 1, weil gerade diese interkonnektäre Welt, ich habe sie halt so gerne erkundet und die Wege halt im Kopf halt sortiert und mehr oder minder im Kopf Karten gezeichnet, wie man halt dann die Laufwege optimieren kann. Es war halt einfach genial. Dark Souls Reihe, stellvertretend den ersten mit dem Remaster, wenn ihr euch für eins entscheiden wollt. Damit dann halt anfangen. Weil wir gerade über Loot geredet haben. Das war eine der besten Besserungen, die Bloodborne reingebracht hat in die ganze Reihe. Dass es halt nur noch diese paar bestimmten Waffen gab und man nicht eben mit Waffen zugekleistert wurde, wie in Dark Souls. Das fand ich tatsächlich. Wobei sie sogar jetzt nochmal mit dem neuen Teil ja noch einen Schritt weiter gehen werden. Aber da könnte man sogar irgendwann mal später nochmal drüber diskutieren mit Sekiro. Ja. Es gab schon etliche Waffen im Bloodborne. Ja, hinterher dann mit den DLCs, da sind dann noch ein paar dazugekommen, das stimmt. Aber eigentlich, also wenn wir mal ehrlich sind, die Waffe, die man am Anfang bekommt, ist eigentlich die beste Waffe, die man bis zum Ende trägt. So. Hab den Stock gewählt. Die anderen haben schöne Movesets und so, ja, das stimmt. Aber wenn du wirklich auf Schaden gehen möchtest, nimmst du halt die Axt. So.
Ich habe Stock genommen, weil ich Peitsche cool fand. Ja. Dann Mercy Kling und Sense. Ja. So. Das andere so, wobei dieser Pizzaschneider hätte mich ja wahnsinnig interessiert. Der war ne? cool. Der war gut. Er konnte die Gegner halt zu Tode staggern. Aber zu langsam. Bock gemacht. Aber ja, bei Bossen nicht so toll, aber gerade bei Trash Wars war er super. Ich verlieb mich gerade wieder in Dark Souls 1 und wünsche mir die ganze Zeit, ja, schon irgendwie, weil ich merke, wenn man es einmal durchgespielt hat, wenn man es zweimal durchgespielt hat, sitzt zwei Jahre her, aber ich komme erstaunlich gut durch. Und beim ersten Mal war das halt noch, ja, ich würde mir gerne dieses Gefühl nochmal vom ersten Teil zurückwünschen, dieses alles neu erforschen und uns herausfinden. Das ist, es macht trotzdem wahnsinnig viel Spaß. Dark Souls ist toll. Ja. Ja. Ich spiele es auch. Ich habe es, glaube ich, im Stream angefangen, Dark Souls 1. Und dann, weil ich nicht mehr streamen konnte, weil ich umgezogen bin, habe ich es trotzdem dann nochmal auf einem anderen Charakter angefangen und bin ein bisschen weitergekommen und das ist schon spaßig. Also, es lässt einen halt nicht los. Man muss dann an einem Tag, wenn man morgens früh anfängt, muss man halt zocken, bis man in Anno Londo durch ist. Sonst kann man nicht aufhören zu spielen. Nach Anno Londo, finde ich, kommt so eine kleine Kuhle, durch die man sich dann, finde ich, kämpfen muss. Da kommt Painted World. So ein bitte? Hä? Was? Painted World? Ja, Painted World kommt dann. Ja, nee, dann. Und danach direkt nach Anno Londo in die Painted World? Ehrlich? Ja, sicher. Nee. Sofort. Ich hab's gesehen und bin sofort rein. Oh, Painted World. Ja. Dark Souls 1, Dark Souls 3, Bloodborne kann ich jedem empfehlen. Ja. Und wenn ihr noch ein bisschen Langeweile habt, Dark Souls 2. Ja, würde ich oder Demon's Souls unterschreiben. Oder Demon's Souls. Oder Demon's Souls. Wenn ihr noch Souls eine PlayStation 3 oder PlayStation Now habt. Und ist danach. Das... Nee, PlayStation Dark Souls Now leider 2. Nein. Ach so, okay. Dann nur PlayStation 3. Bin ich jetzt dran? Ja, ne? Ich mag die übrigens auch. Ja. Da kann nur nicht, also schwärmen ist immer schwierig, weil die Hälfte dieser Spiele ist halt... Hab ich auch. Darüber ärgere ich mich sehr. Ich hätte auch sehr gerne das für Dark Souls 3 gehabt. Und auch für Bloodborne. Buch? Ja. Ich habe zu der Zeit leider nicht diese Affinität gehabt, solche Sachen zu kaufen. Aber jetzt hätte ich sie gerne für einen Schrank, den ich nicht habe. Meine ganzen Collector's Edition Figuren liegen immer noch in Umzugkartons. Aber ja, also Dark Souls, ja. Ich brauche nicht schwärmen, weil ich kenne nicht alles. Das, wovon jeder redet, weiß ich nicht. Ich weiß, wie man das spielt. Reichen. Ja, dafür bin ich in die Schweiz geflogen, um das mit Sali zu spielen. Dark Souls 3, das war toll. Hey, sag mal, hast du dir jetzt eingeladen, damit bei dir wieder was geht auf dem Channel? Das ist das Einzige, was ich behalten habe. Nein, naja, leider, ne? War gut. Und der Klötenbaum. Ja, kauf Dark Souls und spielt das. Das soll das schwerste Spiel der Welt sein, haben Leute mal erzählt. Ist aber Quatsch. Dark Souls ist bahnbrechend und deswegen gibt es ja auch Dark Souls Like bei Slath. Weil es ist immer alles von Dark Souls geklaut. Aber Dark Souls hat wirklich ist bahnbrechend für Kampfsysteme gewesen und auch, glaube ich, immer noch so ein bisschen Vorreiter. Also wenn ihr mal so richtig schön Bock auf ordentlich Kämpfe habt, spielt es übrigens nicht Bloodborne auf der PS4. Das ist Schüttelkino. Worauf denn sonst? Ah ja, geht ja nur auf. Ja, aber das bringt halt wirklich nichts. Ich find, also auf der PS4 also, falls ihr PC-Gamer seid, ist das okay. Echt... Schwierig. Also ich finde es wirklich schwierig mittlerweile. Also falls ihr PC Master Race Elitist seid, dann das hat doch nicht. Ja, okay, das hast du gut gesagt, ja. Das ist wirklich schwierig. Aber Bloodborne ist halt von der Stimmung her. Ich bin so traurig darüber. Du musst es mal ausprobieren, ob auf Pro anders läuft. Tut es. Also ich habe es ja getestet. Also ist halt deutlich flüssiger. Ja? Da, wo sonst halt super viele Frame-Drops waren, hast halt keine eine Stelle, gerade die einzige, die mir in Erinnerung geblieben ist, wo es wirklich mal geruckelt hat, ist in den Ruinen, den Altianern,
wenn er über die Brücke gehst, wo der Typ halt spricht, der oben ne, runterknattert, da hast du mal ein paar Framedrops, aber sonst im Combat oder so habe ich gar nichts mehr gemerkt. Müssen wir wohl nochmal gucken, ne? Aber ich sag dazu, ich bin auch nicht so empfindlich, was das halt eben angeht. Und selbst wenn er halt mal wirklich mal ein Frame oder so droppt, dann ich merk's halt nicht. Ich bin halt nicht so empfindlich. Boah, ich bin mittlerweile extrem, das ist richtig schlimm. Seitdem ich 144 Hertz Monitor habe, bin ich da so bei sofort. Also mir ist es eher aufgefallen, dass die Streams von ARD und ZDF ruckeln, wenn du Fußball guckst. Die Streams haben geruckelt. Also da habe ich gesagt, das leckt, aber das ist... Mehr hat ARD und ZDF wohl nicht hingekriegt, keine Ahnung. Das war schlimm, aber so schlimm ist Bloodborne halt nicht. Ja, wie denn auch? Unser Internet ist ja gar nicht gut genug, um das hier einzuspeisen. Wie soll das funktionieren? Wenn die ARD auch einen Kabelanschluss hat, wo abends im Haus ein bisschen was los ist, kommt da ja auch nichts mehr rum, nicht? Da fällt erstmal die Hälfte der Bandbreite weg, also. So stelle ich mir das halt wirklich vor in der Kommandozentrale ARD. Ey, hört mal auf hier, gib mal das Internet, Junge. Der Stream für Fußball läuft nicht. Raus jetzt, raus, wir haben kein Upload. Du musst das rausschicken, jetzt sieht der Web. Genau so stelle ich mir das vor. Ja gut, nun. Slappy, ich wollte dich nicht unterbrechen. Fahre vor. ARD und ZDF könnten ja zum Beispiel ein Abo-Modell rausbringen, so wie Netflix. So, und vielleicht kriegen das sie, haben sie, doch. Das kriegen sie ja vielleicht einen Vertrag mit dem Staat, so dass es vielleicht gesetzlich auch verpflichtend ist oder so. Ich weiß nicht, dann haben sie vielleicht ein bisschen mehr Geld und dann können sie sich auch besseres Internet leisten. GZ, bitte. Ja. Oder da fällt mir gerade was sehr Schönes ein vom... Ja. Der GEMA-CEO hat, das war so toll, der Tweet war draußen und 5 Minuten später haben sie ihn gelöscht, weil der GEMA-Präsident gesagt, also ich versuche das mal so einigermaßen wiederzugeben. Und zwar hat er geschrieben, dass er sehr traurig darüber ist, dass Artikel 13 nicht durchgegangen ist, weil jetzt Künstler immer noch keine Möglichkeit haben, ihre Sachen vernünftig im Internet zu verkaufen und demnach Raubkopie irgendwie immer noch... gut geheißen wird. Also so Pi mal Irre kommt das so hin. Ich musste so hart lachen, ne? Ich musste wirklich so hart lachen, dass du auf völlige Meinungsfreiheit scheißt, damit Künstler Geld verdienen. Und ich mir dann immer so denke, warte mal kurz, wenn ihr mal in 2018 ankommen würdet, dann würden auch eure Sachen verkauft werden. Und das hat er, also wirklich, da war ein Bild von ihm drinne mit seiner Unterschrift plus sein Titel, Dr. So und so schießt mich tot und dann sein Zitat dazu. Und der Tweet war ohne Scheiß, der war in 5 Minuten weiter weg. Das war, glaube ich, ein bisschen zu hart. Ich habe so gelacht, ey. Oh Mann, naja, gut. Die GEMA ist aber auch eins der realitätsfremdesten Unternehmen Deutschlands, tatsächlich. Also, die versuchen nicht Kunst als solche zu schützen, sondern Künstler, die vor 30, 40 Jahren mal richtig gut Geld gemacht haben mit dem Verkauf von CDs, deren Geld versuchen sie zu schützen und denen halt irgendwie, denen geht es nicht um aktuelle Kunst oder um das Schützen der Kunst als solche, sondern nur die sich vor 40 Jahren mal Künstler geschimpft haben, so wie die Prinzen oder so. Deswegen sitzt ja auch einer von den Prinzen da mit drin. Das sind übrigens die das ist alles nur geklaut gesungen haben. Ironischerweise. Also, würde ich nicht ernst nehmen. Mein nächstes Spiel auf der Liste ist mein Wandel von dem Nintendo-Fanboy zu anderen Plattformen. Sally hat gerade erzählt, dass sie dann irgendwann auf Sony rübergeschielt hat. Ich hatte nie eine PlayStation. Meine erste PlayStation war tatsächlich die PS4, die ich mir vor 2 Jahren oder so geholt habe. Aber bei mir kam der PC dann irgendwann. Und ich glaube, das erste Spiel, das mich tatsächlich damals vom PC überzeugt hat, dass man auch gute Spiele auf dem PC spielen kann, war Deus Ex. Und zwar das allererste. Das kriegt man auch immer noch bei Steam zu kaufen. Und man kann es auch modden, dass es halt heutzutage immer noch einigermaßen gut aussieht. Ich meine, die Gesichter, wenn man das sich mal anguckt, die sehen jetzt nicht mehr so modern aus wie in modernen Rollenspielen. Aber es ist halt von 99, glaube ich.
das war damals so, das war einfach ein Spiel, das mich so gehuckt hat, weil die Story einfach so abgefahren war. So, das war wieder sowas, wo meine Augen nochmal geöffnet worden sind, weil wenn du es bis zum Ende durchgespielt hast, dir dann gedacht hast, was für ein Brainfuck habe ich jetzt hier gerade durchgespielt. Und das wirklich auf philosophische Grundsätze runtergebrochen wurde und du konntest am Ende, ich meine, ich will jetzt nicht das Ende spoilern, aber du konntest wirklich am Ende Entscheidungen fällen, die sehr tiefgehend waren und so. Also das, was für Deus Ex dann später rauskam, hier das letzte, was jetzt rauskam, war einigermaßen gut, aber die wahre Revolution und nicht die Human Revolution war damals Deus Ex, weil es einfach eine richtig, richtig gute Story in ein gutes Spiel verpackt hat. Und ich mache es immer wieder gerne an oder ich gucke mir immer wieder gerne Streams an von Leuten, die es heute immer noch spielen, weil es einfach ein echt gutes Spiel ist. Deus Ex. Das allererste. Schleichen, ich bin raus. Da musst du nicht unbedingt schleichen. Du kannst auch durchrennen und alles abknallen. Aber ja, schleichen macht da mehr Spaß. Aber das war noch nicht so schleichen wie in den heutigen Deus Ex. Also du kannst nicht dich an irgendwelche Wände setzen oder so, sondern du machst dich entweder dann mit, also so bionisch unsichtbar und kannst dann schnell durchrennen, solange du unsichtbar bist oder halt in die Dunkelheit. Ich habe nur den neuesten Teil von Deus Ex gespielt. Und wie fandest du den? Ich habe ihn durchgespielt, aber ich glaube nicht, dass das so cool war. Also ich habe Human Revolution, das war das Reboot, das erste quasi, ne? Das habe ich gerne gespielt und dann kam ja jetzt irgendwann der neue raus, das war Mankind Divided. Den habe ich auch nicht zu Ende gespielt im Stream, weil so wie Sally gesagt hat, mit Schleichen und irgendwie... Nee, war nicht meins. Also, keine Ahnung. Obwohl ich den Vorgänger da gerne gespielt habe. Weiß ich nicht. Das Neue hat irgendwie bei mir nicht gezündet. Also das Neue war das Beste nach dem Ersten, fand ich. Alle, die davor kamen, vor allem Deus Ex 2, konntest du in die Tonne kloppen. Das war echt richtig kacke, das Spiel. Und dann, wie hieß das? Mankind Divided war das Erste, was dann als Remake wiederkam. Ne? Nicht Remake, sondern als... Nee, war es nicht Human Revolution? Oder Human Revolution war das. Ja, genau, ich verwechsel die beiden immer. Das war schon ganz gut, aber da waren die Bosskämpfe halt richtig kacke. So, die haben sie, glaube ich, auch geoutsourced, weil sie keine Zeit mehr dafür hatten. Deswegen fühlten sie sich so komisch an. Das so wie Oblivion mit dem einen Layout für die Dungeons, wo man sich die ganze Zeit gedacht hat, was ist das? Das ist schon wieder das gleiche Dungeon hier. Warum? Ja, weil sie keine Zeit mehr hatten, mehr Dungeons zu entwickeln. Genauso wie war es bei Human Revolution. Da haben sie einfach die Bosskämpfe an irgendein anderes Unternehmen outgesourced und dann das verkauft als ihr eigenes Spiel. Das haben sie dann in Mankind Divided besser gemacht. Ich muss jetzt mal, verdammt, bevor ich jetzt hier Mumpitz erzähle und Mankind Divided das erste war. Mankind Divided war von 2016. Ja, genau, dann war das letzte. Und das war gut, aber es ist auf jeden Fall, ich glaube, aber es lag auch ein bisschen an Square Enix, weil die den da ein bisschen zu sehr in den Arsch getreten haben und dann irgendwie komisch, die wollten dann irgendwie zwei Teile von zwei verschiedenen Entwicklern irgendwie rausbringen, was dann aber doch nicht hingehauen hat, weil Mankind Divided zu wenig Geld reingebracht hat oder so. Square Enix ist immer so ein bisschen komisch als Publisher. Die haben immer komische Ansichten. Und wenn ein Spiel dann nicht genug Geld reinbringt, dann wird einfach kein weiteres Spiel mehr rausgebracht. Obwohl es eigentlich gut war und es mir Spaß gemacht hat und ich gerne gesehen hätte, wie manche Geschichten zu Ende gegangen wären. Aber es gab halt kein Ende. So, das Spiel wurde einfach... Ich habe die DLCs nicht gespielt, vielleicht wurde es da zu Ende erzählt, aber ich hatte das Gefühl, dass gerade die interessanten Stories nicht zu Ende erzählt worden sind. In Mankind Divided. Das war ein bisschen schade. Deus Ex. Deus Ex. Eins.
Bali. Da bin ich raus. Alter, Verwalter. Wir sind ganz schön lange bei heute, ne? Wenn ich mir angucke, wir sind jetzt, glaube ich, bei der Hälfte, oder? Ja, nee, jeder noch zwei. Ja, wir gehen ja, genau, alles klar. Wir gehen ja auch auf die Uhr gucken. Alter Verwalter, du. Da liegt's dran, ne? Ja. Ja. Fallout-Reihe. 3, New Vegas und 4. Wobei ich zugeben muss, dass 3 so toll ist. Und New Vegas so unglaublich toll ist. Und 4 hat auch einen Haufen Spaß gemacht. War einfach so. Ich habe einen Haufen Spaß gehabt mit Fallout. Die Fallout-Reihe. Fallout ist witzig. Ist riesig. Es gibt unglaublich viel zu sehen. Es gibt einen Haufen Loot. Es ist toll erzählt. Es gibt zigtausend Side-Stories, die... Also Fallout ist und wird auch immer ein Teil meines Gamings sein. Ich freue mich auf Fallout 76. Und tu ich mich erst. Es ist MMO. Also es wird, und es ist, ich habe es mir vorbestellt. Ich guck's mir mal an. Mal vorsichtig. Das kann man irgendwie auch separieren und so. Ich werde mal gucken. Es ist, ich. Ist das nicht MMO? Like. Also so wie Destiny quasi wahrscheinlich. Mal oder gucken. Division. Mal gucken, was es wird. Guck's mir mal an. Fallout. Und allein, wenn ich jetzt schon den Song höre, hier Almost Heaven, West Virginia, will ich das Spiel spielen. Ja, also Fallout ist... ich habe mich damals überreden lassen, dieses Spiel überhaupt zu spielen, weil es so gar nicht meins war. Ich habe so mir das Cover angeschaut und das eben so postapokalyptisch. So, was? Nee, das will ich nicht. Ich will Drachen und Zwerge und Elfe, weil man halt so von Elder Scrolls kommt, ne? Ja, nee, das will ich nicht. Und dann irgendwann hat mir das jemand, glaube ich, ausgeliehen gehabt oder für einen Apfel und ein Ei mitgegeben. Und dann habe ich Fallout 3 gespielt. Und ich glaube, ich habe monatelang nichts anderes gespielt als Fallout 3. Und da würde ich mir wirklich ein Remake für die PlayStation 4 nochmal wünschen, weil ich es nur auf Konsole gespielt habe. Und das im späteren Verlauf dann schon, besonders New Vegas, das hatte echt ein paar fiese Bugs. War irgendwann nicht mehr so. Ich bin in eine Höhle reingegangen, ist mal das Spiel abgestürzt. Immer beide. Oh, das war ein bisschen schade. Und trotzdem hat es meine Liebe und meine Leidenschaft nicht zu Fallout brechen können. War echt toll. Ganz gut, dass sie im vierten Teil dann, ein bisschen schade, dass sie es nicht von Anfang an hatten. In New Vegas hatte man von Anfang an den Überlebensmodus. Und ich habe auch gleich auf Überleben gespielt, weil ich das interessant fand, dass man essen muss und dass man so auf sich aufpasst. Das haben sie bei Fallout 4 erst später dazu gepatcht. Da war ich leider schon fertig mit komplett Fallout. Aber das ist auch, das macht einfach Spaß. Die Fallout-Reihe. Und 1 und 2 habe ich nie gespielt, habe ich aber zugesehen. Das ist mir zu alt, um dass ich da nochmal Bock drauf hätte, es selbst zu spielen. Aber zugesehen habe ich. Ja, kann ich nur so unterschreiben. Ich habe 3 und New Vegas halt noch nicht gespielt, aber Fallout 4 im Stream mit DLC auf Platin. Und es hat mir halt super gefallen und ich würde halt gerne 3 und New Vegas auf der PS4 wegen den Trophies halt spielen. Deswegen habe ich bis jetzt noch nicht die PC-Version gespielt. Ich hoffe, dass da irgendwann noch was kommt, aber ich bin jetzt erstmal dann auch froh, wenn Fallout 76 kommt, weil da werde ich dann auch erstmal reinschauen und hoffe, dass ich da auch ganz viel Zeit drin verbringe, weil wir haben es halt eben auch hunderte Stunden halt gestreamt, den vierten Teil, und es hat einfach Spaß gemacht, da durchs Wasteland zu laufen. Und es war immer mehr meine Welt, so postapokalyptisch, damals schon, wie hieß es, Burntime auf dem Amiga, eher so das Setting als Elder Scrolls, weil ich komme eben nicht von Drachen und Zwergen und Elfen, sondern mag eher genau das. Und da hat mich halt Bethesda mit Fallout extrem mal abgeholt. Was ich nicht verstehen kann, ehrlich gesagt, dass gerade du auf Fallout so abfährst. Weil du normalerweise derjenige bist, der bei Shootern immer Nein sagt, so per se. Ja, aber dann ist Fallout ja kein 4. Rein also, rassiger Shooter. Es ist ja mehr oder minder schon halt das Watt-System, was da hinten dran ist, was quasi ja dein eigenes Aiming aushebelt. Ich habe im Endeffekt nur mit Watts gespielt. Ich habe am kompletten Glücksbild gespielt und war am Ende OP as fuck damit. Das ist ja das Schöne, dass du diese Möglichkeit hast. Also Fallout ist so viel Möglichkeiten. Schönes Spiel. Nicht 1000 Stunden, die man da reinstecken kann. Im vierten Teil kam dieses
aufbauen noch dazu, dass man sich ja seine Base so ein bisschen aufbauen kann und so. Da war ich jetzt nicht der Profi drin. Die Leute immer so, zeig mal. Und ich so, ja, hier, leere Fläche, da leere. Ich habe aufgeräumt. Ich bin immer, habe immer den ganzen Müll weggeräumt. Sag ich, schon aufgeräumt. Sag, hier ist mein Häuschen und der Rest ist alles. Das war, das hatte mich nicht so gecatcht. Da hatte ich jetzt nicht so viel Bock drauf. Aber ansonsten, ich habe alle, also ich habe es auch komplett auf 100% gespielt im Stream. Und das war, ja, 100.000 Nuka-Cola-Tickets. Oh Mann. Mhm. War schön. Also Fallout macht echt viel Spaß. Ich habe den dritten Teil angefangen zu modden, habe ich weggemacht. New Vegas habe ich nie gespielt und 4 habe ich auch gespielt. Aber ich bin auf dem Kriegsfuß mit Bethesda. Ich bin auf dem absoluten Kriegsfuß mit denen, weil ich weiß noch nicht, was das Neue kann. Bin mir da auch noch nicht ganz so sicher, was das wird. Ich meine, sie trauen sich mal was Neues, muss man sagen. Sie recyceln ausnahmsweise mal nicht, na doch, den Namen. Und wahrscheinlich, ich werde es jetzt mal so ganz durch die Blume kurz prophezeien, ja? Also Fallout wird genauso aussehen, das Neue, wie das Vierer. Kannst du mir gleiche auch. Engine. Vielleicht wird die gleiche Engine sein. Und, die schon in Morrowind benutzt wurden. Und übrigens, Fallout 4 war wahrscheinlich auch die gleiche Engine wie bei Fallout 3, nur ein bisschen polierter. Aber tut ja nichts zur Sache, mal gucken. Also Fallout ist schon sehr, sehr cool. Es, man muss dazu aber sagen, erwartet da keine Story-Tiefe. Also zumindest beim vierten war die non-existent. Also ich sag mal, für so eine riesige Welt, es ist mehr so ein Abenteuerspiel, finde ich. So, entdecke das Wasteland, so wie Slash schon gesagt hat. Und wenn man mit der Einstellung rangeht, ist es wirklich ein gutes Spiel. Finde ich persönlich. Und wie auch Sali schon gesagt hat, es gibt so viele Möglichkeiten, das ist abgefahren. Du kannst da nur Fäuste spielen oder was weiß ich gar nicht, so wie Slash gesagt hat, nur Watz, also mit Anvisieren und so. Also es ist schon sehr, sehr gut. Und wenn ihr richtig Bock habt, könnt ihr auch noch Bethesda noch mehr Geld in den Arsch blasen und euch dazu gerne auch nochmal die VR-Version kaufen. Weil die könnt ihr nämlich nicht spielen, wenn ihr das Vierer schon gekauft habt. Nein, die müsst ihr extra kaufen. Kommt bestimmt auch noch eine Switch-Version. Ja, genau. Auf der Switch könnt ihr die meisten Spiele von Bethesda auch spielen. Für übrigens Vollpreis, nicht? Also. Schöne Zusammenfassung. Also kein gutes Storyspiel erwarten und auch nicht wirklich ein Rollenspiel, sondern mehr ein Abenteuerspiel, Survivalspiel. Ja, wobei man da vielleicht noch fairerweise sagen muss, das müsste dann aber eventuell Sally sagen, weil sie es gespielt hat. 3 und New Vegas waren schon eher Rollenspiel mit besserer Story als 4. Weil New Vegas hat eine tolle Story. Also da kann ich mich, muss ich zugeben, an New Vegas kann ich mich komplett an die Story erinnern. Die war ja auch nicht von Bethesda geschrieben. Okay. Beim Dreier, lass mich kurz überlegen, ich weiß noch, was ich da gemacht habe und was ich da gemacht habe. Und ich kann mich an viele einzelne Queststränge erinnern. Also ich habe so viele Geschichten zum Dreier, dass ich dir aber nicht mehr genau sagen kann, um was es ging. Also die Hauptstory weiß ich nicht mehr beim Dreier. Aber ich kann dir vom Baum bis zu sonst was, ich kann dir alle möglichen Storys erzählen. Das ist ein Sammelsurium an tollen Geschichten gewesen. Es fallen mir unglaublich viele Geschichten ein beim Dreier. Nur die Haupt nicht. Vielleicht gehört irgendwas zu der Haupt, weiß ich nicht. Die weiß ich nicht mehr. Die bauen immer gute Spielplätze, auf denen man sich dann austoben kann und losziehen können. Das machen sie auf jeden Fall, ja. Außer dass Skyrim das Elementar zu klein ist. Ich weiß, das kann ich zum Beispiel bis heute nicht nachvollziehen. Ich mochte Skyrim gar nicht. Ich komme da nicht ran an das Zeug so mit Dragonborn. Okay. Ich habe das, ich glaube, ich weiß nicht, aber das war wieder so wie bei Borderlands so. Ich habe es mir angeguckt, weil die Leute immer so, yeah, Skyrim, hat die Skyrim. Und dann gehst du da rein. Mhm. Okay. Ah. Drachen? Geil, okay. Ein Drachen, okay. Ja. Ja, gut, dann tschüss. Besitze Skyrim 5-mal
viermal normal und einmal VR und ich habe es noch nicht einmal gespielt. Doch, ja, gar nicht angespielt. Nein, ich will es irgendwann mal spielen. Ich bin da noch nicht zugekommen. Das war irgendwie so groß und weiß ich nicht. Große Dinge machen mir dann Angst. Also ich besitze es zweimal, aber ich habe die Main Story noch nie durchgespielt. Ich müsste mal gucken, wie viele Stunden Skyrim ich damals verbracht habe auf der Dreier. Ich weiß es nicht mehr. Skyrim ist riesig. Ich glaube übrigens, dass Bethesda heute nur noch lebt und das ist jetzt mal, und das meine ich wirklich ernst, weil sie die Spiele offen lassen zum Modden. Weil das reine Rohspiel interessiert kein Pimmel, glaube ich. Du, Modding gab es schon früher bei ihren Spielen. Also. Ja. Aber nur diese Spiele existieren und sind im Hype nur, weil man sie modden kann. Weil ich kann mir nicht vorstellen, also wirklich, beim besten Willen, meinst du echt? Ja, also die Hauptstory ist meistens unwichtig in allen Bethesda-Spielen, also in denen, die sie selbst entwickeln. Ne? Bethesda ist ja einerseits Entwickler, einerseits auch Publisher. So. Ja. Man darf jetzt Doom und Wolfenstein nicht mit Skyrim und Fallout vergleichen. Nein, ich spiele es nicht fünfmal. Uff. Aber die Nebengeschichten, die sind halt, was es ausmacht. So, wenn ich an Skyrim denke, das Interessanteste an Skyrim war nicht die Hauptquest, weil eigentlich unwichtig ist. Du kämpfst halt gegen Drachen und irgendwann besiegst du halt den Oberdrachen. Und dann triffst du noch ein paar Mönche und das war's. Die Nebengeschichten, diese ganzen einzelnen Gilden und wie sie alle heißen, die sind halt interessant. Vor allem Dark Brotherhood und Thieves Guild fand ich für mich halt so gut. Das waren die Sachen, die mir am meisten Spaß gemacht haben. Oder die Vampir-Quest, dann, die dann noch dazu kam. Die Hauptquest. Aber ich habe als allererstes RPG Witcher gespielt. So, und dann geh mal von Witcher. Also Witcher 3, möchte ich jetzt nur sagen, war mein erstes RPG, was ich wirklich komplett durchgeknattert habe. Mit allem. Ja. Mit jeder Nebenquest, jeden Dialog, den ich jemals gefunden habe. Und dann fängst du an, Skyrim zu spielen. Ja, tschüss! Die Scheiße brauchst du danach nie wieder spielen. Also bin ich der Meinung, wenn du... Das ist, also für mich existieren die nur, weil die Mods haben, weil sonst wird das, glaube ich, nicht mehr viele Leute spielen. Nicht so viele. Und wenn du vorher Witcher gespielt hast, brauchst du dir das nie angucken in deinem Leben, weil das kommt dir vor wie so eine stümperhafte, so ein stümperhaftes Spiel, bin ich der Meinung. Also ich kann dem nichts abgewinnen. Ehrlich nicht. Ich bin da drin rumgelaufen und denke so, ja, cool. Und Drachen. Ja, wie. Was ich lustigerweise gespielt habe, ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt, war die Total Conversion Mod Enderal. Die habe ich gespielt. Obwohl ich nie Skyrim gespielt habe, habe ich direkt dann gleich die Total Conversion Mod gespielt. Weil Enderal, das habe ich von vorne bis Ende durchgespielt. Das ging auch so knapp 100 Stunden, glaube ich, im Stream. Das habe ich gespielt. Das fand ich auch ziemlich cool. Enderal hat 100 Stunden? Ja, ich glaube so 80 irgendwas, so roundabout Wahnsinn. Was? Hätte jetzt mit 20 gerechnet, wollte ich nämlich auch mal angucken. Ein richtig großes Game. Jo. Fallout. Ich habe auch Fallout genommen und nicht Skyrim. Oder weil ich Skyrim nie durchgespielt habe. Fallout 3 habe ich sogar auf Platin gespielt. Also. Oh. Das habe ich dreimal durchgespielt gehabt. Fallout 4 habe ich auf Platin gespielt. Und New Vegas habe ich einmal durchgespielt im höchsten Schwierigkeitsgrad. Aber da weiß ich wenigstens, ja, Skyrim habe ich noch nie durchgespielt. Darum Fallout. Ja gut, dann nehme ich City Skylines. Ich glaube, das ist eins der Genre, wofür ich sehr bekannt bin. Glaube ich. Zumindest wird mir das relativ häufig gesagt. Also Logistik und Bauen. Und da kann man leider nicht, also ich kann dazu nicht viel sagen, weil das einfach, ich habe Kartografie studiert und das liegt mir einfach im Blut, Städte zu bauen, aufgrund der Tatsache, dass ich in meinem Leben, glaube ich, schon ein paar hunderte Karten gesehen habe und mich mit Straßen und Häusern und Bauten
Baustellen und so weiter auseinandergesetzt habe. Und für mich ist das wirklich so ein, City Skylines ist so ein Evergreen, also wer so ein bisschen auf Aufbauen steht und kreativ ein bisschen was schaffen möchte und eigentlich im Grunde genommen nur Verkehr regeln möchte, weil das ist City Skylines eigentlich im Grunde genommen, wenn man sich nicht Mods installiert, dann würde ich sagen City Skylines. Schnappt es euch, wenn es geht. Es sind sehr viele DLCs tauchen draußen, die nur kosmetisch sind. Und es gibt super viele Mods, also es hat Mod-Support und ist von mir definitiv eins meiner absoluten Favoriten. Das habe ich mehrere hundert Stunden gespielt. Und bin, glaube ich, auch immer noch sehr begeistert. Ja, doch, ich muss kurz überlegen, aber ich bin immer noch sehr begeistert von dem Spiel. Ja. Da gab es doch gerade ein Add-on mit Tieren, oder? Irgendwas mit Zoo? Ja, Tierpark. Zoo, ja. Hast du schon gespielt? Nee. Nee, hab ich nicht. Gab es da nicht auch was mit Freizeitpark? Oder war das was anderes? Oder war das Freizeit und Zoo? Nee, das gab's auch, ja. Ah, okay. Hm. Ich komme irgendwie nicht rein. Ich habe es mal angespielt. Aber, also ich gucke dir, ich wollte Sally wahrscheinlich gerade sagen, ich gucke dir lieber zu, als es selber zu spielen, weil es so, immer wenn ich es anfange, ist es so rudimentär und es hat zwar Tutorials, aber irgendwie, ich weiß dann nicht, ich weiß nie, wofür ich spielen soll. Und dann gucke ich bei dir zu und du baust schöne Städte und befasst dich mit Verkehrsregelungen und so. Und das macht viel mehr Spaß, als mir selber den Kopf zu zerbrechen. Ja. Da ist tatsächlich Planet Coaster mein Spiel, das ich dann lieber spiele. Da baue ich lieber einen Coaster, einen Rollercoaster. Das spiele ich auch sehr gerne. Ja, das könnte man damit mitempfehlen. Ich erinnere mich noch sehr gerne. Ich glaube, meine allererste Achterbahn hat 16 Stunden gedauert. Ach, die wurde, glaube ich, auch über 10.000 Mal im Dings runtergeladen. Bei Steam. Oder so. In dem Dreh, glaube ich. Mhm. Wo das gerade im Chat steht, ist das Management, ja. Sehr viel sogar. Also City Skylines ist nicht zu knapp. Also es ist nicht nur hinscheißen und los. Ich freue mich so sehr auf Anno dieses Jahr, ne? Oder nächstes Jahr? Oh. Oh, da sitze ich schon wieder so, oh ja. Mm. 2 Wochen lang feuerfrei, Marianne. Das wird so geil, weil Anno ist ja eigentlich noch die, also sagen wir mal, wenn wir die alten Teile haben, Anno ist ja von der Logistik her noch 20 Mal krasser als City Skylines. Durch die ganzen Handelsrouten und 50 verschiedene Boote und Rohstoffe hier, Rohstoffe, 50 Inseln zum Anbauen und das so, oh Gott, yes, das wird so gut. Tschüss, da kannst du schon sagen, kannst dich abmelden. Oh, das wird so geil. Weißt du, was ich gerne hätte, so aufbaumäßig neues Sea. Das Einzige, was mich interessiert, Caesar. Caesar 3 war damals mein absolutes Lieblingsaufbauspiel. Ein altes Rom aufbauen und erst du fängst mit ganz normalen Staubwegen an und dann musst du sie upgraden und so. Sowas hätte ich gerne. Mal wieder. Aber ja, gut. Habe ich nur letztens dran gedacht, weil ich über Strategie. Ich habe mir letztens, wie heißt es, die Spanischen Inseln? Tropico? Ja, Tropico. Genau, Tropico 3 habe ich mir letztens zugelegt, weil ich das mal spielen wollte. Gehört das Beste. Alles nicht so meins, muss ich sagen. Ich habe irgendwie SimCity 2000, bisschen die Siedler irgendwann mal, aber dann war so irgendwie für mich der Lack ab und alles ist irgendwie dasselbe, nur in schönerer Grafik und größer. Eher dann, wenn es wirklich so Richtung, wie schon vorhin gesagt, Theme Hospital, Theme Park, eher sowas in die Richtung, anstatt jetzt irgendwie welche kompletten Städte zu bauen. Das ist nicht so ganz meins. Da kommt ja was Neues bei Theme Park, Two Point, bla bla bla. Da bin ich voll. Naja, da bin ich auch gespannt drauf. Sowas liebe ich und sowas kann ich auch spielen. Ich finde Aufbauspiele immer so, oh ja, oh ja. Und ich bin aber irgendwann überfordert, also vom Management her. Es liegt mir nicht so, diese Spiele. Ich verliere den Überblick und es liegt mir nicht. Und das muss ich mir dann immer wieder eingestehen und darum schaue ich sie unglaublich gerne. So Tropico
bis 3 ging noch. Das konnte ich spielen. Das war, das habe ich, ne? Das hat gut funktioniert und das hat Spaß gemacht. Aber City Skylines, muss ich sagen, ist für mich schon so. Oh, der Verkehr! Das war so. Oh, es ist. Ja, und dann hast du da U-Bahn und Busse und sonst was und Zeug. Und ich so, ich will doch nur bauen. Weißt du, ich will doch nur hübsch machen und so. Das ist mir zu viel Management. Aber ich genieße es zum Zusehen. Also, das ist etwas, was ich bei Dizzy und bei meinem Mann unglaublich gerne sehe. Ich gucke da einfach nur zu. Wobei es nicht mal so krass ist, ne? Ja, siehst du, wie gut ich bin in den Spielen. Also City Skylines ist, halt ist wirklich im Grunde genommen nur schön bauen und halt für STVO. Also, ja. Ich habe mir übrigens Tropico 4 geholt, nicht 3. Man sagte mir, 4 war das Beste. 4 war das Letzte, oder, was erschienen ist? Nee, 5 war das Letzte. Ah, dann war es vielleicht 4 sogar, was ich meine. Das Letzte war nicht... Durch? Soll ich weitermachen? Ja. Abgefahren. Gerne. Gerne. Das nächste Spiel ist ein Spiel, was noch im Early Access ist, was eigentlich schon seit Jahren aus dem Early Access rauskommen sollte, aber immer noch nicht rausgekommen ist. Das heißt, ich habe es vor vielen Wintern mal im Early Access gespielt und da hat es mir gefallen. Und zwar heißt das Spiel Empyrion Galactic Survival. Das ist ein riesiger, ich nenne es mal Sandkasten. Wenn man denn kreativ sein möchte, kann man da kreativ drin sein. Du kannst deine Basis bauen, du kannst halt deine Nahrung anbauen, von Gewächshäusern über Shuttle-Docks, denn das Ganze spielt auf einem Planeten, von dem du mit einem Schiff, das du selber bauen musst, aus einzelnen Rohstoffen, die du farmen musst, kannst du dein Schiff zusammenklöppeln, um dann im Weltraum ein Mutterschiff zu bauen, was so groß ist wie deine Basis. Das heißt, du kannst halt 3 Sachen bauen. Basis, Schiff und Mutterschiff und kannst damit zu anderen Planeten fliegen, wo du dann auch wieder kolonisieren kannst, um Basen zu bauen. Das Ganze geht gegen NPCs. Du kannst es halt eben quasi Singleplayer spielen. Du kannst es aber auch auf Servern mit Freunden zusammen halt spielen. Und du kannst halt verdammt viel bauen und machen. Wie der Stand jetzt ist, weiß ich nicht, weil ich warte, dass das Spiel rauskommt, weil ich spiele meistens ein Game einmal im Early Access und sage dann, okay, ist cool, will ich dann spielen, wenn es Final Release ist. Es wird nur leider im Moment noch nicht Final Released. Allerdings, wenn man reinschauen will und es noch nicht im Early Access gespielt hat, mir hat es halt vor knapp, ich weiß nicht, 1,5 Jahren, 2 Jahren extrem viel Spaß gemacht. Wir haben es halt eben etliche Wochen im Stream gespielt und du kannst halt wirklich viel halt bauen. Wir haben halt den Holland-Bomber gebaut, der wurde dadurch erfunden. Das Ding ist quasi nicht geflogen, dann musst du was umbauen, dass es fliegt. Dann baust du irgendwann ein Mutterschiff und es wird alles größer und größer und es ist halt einfach lustig. Du kannst halt ziemlich rumdörpen, genau wie wahrscheinlich bei My Summer Car, weil es ist halt nicht super optimiert wegen EA, also Early Access. Da sind halt eben manchmal Dinge durch die Gegend geflogen, die nie hätten fliegen dürfen. Und es war halt schon irgendwo lustig. Und ja, es gibt ein Moped. Du kannst mit einem Moped auf dem Planeten rumheizen. Was will man mehr? Ich habe ein Problem mit diesem Spiel. Und zwar sieht es unfassbar kacke aus. Es das ist geht. Mein, das also ist mein ist, Problem. Ist so mein Summer Car Niveau. Ist jetzt nicht, würde ich sagen. Ja, genau. Halt naja. Gut, aber mein Summer Car verpackt es halt lustig. So. Ja. Da möchtest du dich halt fühlen wie im Weltraum, als würdest du gerade auf einem fremden Planeten rumlaufen. Und das kriegst du irgendwie nicht hin. So. Ich habe damals, als es ganz, ganz neu war, habe ich es gespielt. Da sah es wirklich schlimm aus. Dann haben sie die UI ein bisschen angepasst, hier an Skins gearbeitet und so. Dann sah es ein bisschen besser aus. Aber es fühlte sich immer so ein bisschen komisch aus. Und ich habe immer den Vergleich mit Space Engineers, was im Prinzip exakt dasselbe Spiel ist. Nur eben ein Ticken anders und ich glaube, ein bisschen eher rausgekommen auch. Und auch, glaube ich, immer noch im Early Access. Ich bin mir nicht sicher, ob Space Engineers mittlerweile aus dem Early Access raus ist. Aber das, was Empyrion nicht hinbekommt, kriegt Space Engineers eben hin. So, das einzige Problem ist nur, ich möchte genauso wie in Empyrion auf dem Planeten anfangen und mich von da aus langsam vorarbeiten. Also ich möchte wirklich anfangen wie in Minecraft. So, ich vergleiche es immer wieder mit Modded Minecraft. Ich möchte erst Holz abhacken und Erde graben und mich langsam hocharbeiten, dass ich halt eine Rakete bauen kann oder ein Raumschiff. So. Und alles, was mir die Spiele halt geben können, ist, hier hast du direkt eine Blaupause für ein Raumschiff, bau das und dann kannst du sofort wegfliegen. Ach so, genau, das wollte ich auch noch eben erwähnen. Entschuldigung, wenn ich hier nochmal ins Wort falle. Blaupausen, das, was du baust, kannst du im Steam Workshop speichern. Ja. Du kannst von anderen Raumschiffe Basen runterladen.
selbst eben auch hochladen. Also das, was Dizzy meinte mit mein Rollercoaster, wurde halt 10.000 Mal runtergeladen. Wenn du halt ein cooles Raumschiff baust, kannst du das einfach auch nur in dem Workshop zur Verfügung stellen. Es gibt halt eben neben Survival, aka Story Mode, eben auch einfach einen Sandkastenmodus, wo du halt einfach Sachen bauen kannst, wenn du Bock hast, Sachen zu bauen. Hast du Space Engineers gespielt? Weil genau das gleiche hat Space Engineers nämlich auch. Ich hab's, aber ich hab's noch nicht gespielt. Ja. Ist auch, also ich habe ich auch viel gespielt, vor allem Space Engineers. So, das ist im Prinzip exakt das gleiche, nur dass du wirklich eben leider nicht so gut auf dem Planeten anfangen kannst. Ich hab's versucht damals auch im Stream, aber die Physik-Engine war immer so ein bisschen buggy. So, wenn du mit einem Auto, das du dir selber zusammengebaut hast, losgefahren bist, dann bist du über einen falschen Pixel geflogen und dann rollte dein Auto und war kaputt und du warst tot, so weil einfach die Engine so ein bisschen nie darauf ausgelegt war, auf Planeten zu funktionieren. Es war im Prinzip wie ein Modded Minecraft, das von einem anderen Entwickler halt rausgebracht worden ist, aber nie mich so befriedigen konnte wie eben Modded Minecraft. Leider. Ja, also Imperium genauso. Mir hat es halt eben Spaß gemacht, eben weil ich mag halt so Science Fiction und dass du halt selbst deine Schiffe halt bauen kannst, ein bisschen rumfliegen kannst. Ich habe da gerne mal Zeit drin verbracht und wenn es irgendwann wirklich nochmal dann aus dem Early Access rauskommt, würde ich es auch gerne nochmal halt streamen und gucken, wie es halt eben geworden ist. Weil das gerade im Chat steht, bei The Raven, ich habe genau dieses Szenario auch gespielt, wo du auf einem Planeten landest und dich langsam hocharbeiten musst, aber du hast halt sofort irgendwie Werkzeug, mit dem du direkt wieder ein Raumschiff bauen kannst, mehr oder weniger. Und wie gesagt, also das, ich bin über eine glatte Eisfläche gefahren und bin halt gecrashed, weil irgendwo ein Pixel falsch lag. Und es fehlt mir halt so dieser Progress am Anfang, sich langsam hochzuarbeiten und nicht sofort direkt wieder eine Schusswaffe zu haben und so und Hightech sein. Stimmt, Avorion gibt es dann auch, aber Avorion ist mehr so ein Lego im Weltraum. Das fand ich immer so ein bisschen. Aber Avorion war ja auch ein Zwei-Studenten-Projekt. Das kann man jetzt, glaube ich, nicht mit den anderen Spielen vergleichen. Ja, ich warte immer noch auf mein Weltraum-Minecraft, was mich wirklich so mitnimmt wie ein Factorio nur in einer Third Person. Das möchte ich. Factorio. Ich höre dich nicht. Dizzy, du bist gemutet. Oh lol, Entschuldigung, das ist noch vom Spielen. Star Citizen ist doch der Burner. Vielleicht oh ja, stimmt. Mal vor, weil die bauen das ja noch ein. Das ist auch so ein Running Gag, das Spiel, ne? Ja. Ich bin mal gespannt, wann es rauskommt und für welche Hardware. Nie wieder. Das Schneeballsystem, das Spiel. Das kommt nicht raus, das Spiel. Am Arsch. Also wenn ihr über diese amerikanischen TV-Priester lacht, die halt da sitzen und sagen, gebt mir $200, damit ich mein heiliges Flugzeug bauen kann. Das ist genau das gleiche wie Star Citizen. So, der hat einen Kult erschaffen und Leute schieben ihm Geld zu, weil sie daran glauben, dass das Spiel irgendwann rauskommen wird. Am Arsch. Wie lange macht er das jetzt schon? 4 Jahre? Puh. Lange. Aber es sind doch schon Module draußen, die sie. Was für Module? Ja. Was für Module? Für was? Ja, du kannst es ja schon spielen. Ah. Ja, nice. Ja. Also ich habe mal mit jemandem gesprochen, der bei denen arbeitet und der hat mir mal so ein bisschen was erzählt von dem Chefi, wie der so drauf ist. Also ich glaube, dass wir nächstes Jahr wahrscheinlich sagt, der Engine passt nicht mehr, wir müssen nochmal neu machen, weil es nicht neuester Stand. Witzig. Naja. Aber mich wundert, dass noch keiner im Chat das verteidigt hat. Ah. Ja, prinzipiell, wenn das Spiel jemals rauskommen würde, ist doch das, was mich genau interessieren würde, muss ich sagen. Also, aber wer hat so den ganzen Hackmack mache ich halt nicht mit. Wie hat Osiris wurde noch genannt, habe ich damals auch gespielt, als es rausgekommen ist. Konnte aber auf keinen Fall mit Imperium mithalten, weil du hast im Endeffekt bei Osiris New Dawn wirklich nur Module hingebaut, aber musstest halt nicht das Ding selber bauen. Wie gesagt, es ist halt eher, wirklich, wer es nicht kennt, du baust es aus Einzelteilen, aus Blöcken. Und nicht einfach jetzt, ich wähle
Kantine aus und bumm, Kantine steht da in Empyreon. Das heißt, du musst halt wirklich dann Wände, Böden, Dächer, Beleuchtung, alles selbst da dran schrubbeln. Und ist halt eben schon ein bisschen kreativer, genauso wie beim Flugzeugbauen. Du hast halt eben verschiedene Bauteile und musst halt eben aus dreieckigen Dingern halt Flügel an dein Raumschiff bauen. Oder einen Kreis, wenn es eine Untertasse wird, was weiß ich. Aber das ist halt eben nicht vorgefertigt. Und das hat halt eben, finde ich, für mich den Reiz halt eben ausgemacht, da so ein bisschen kreativ mal rumzubasteln. Ja. Same. Nur eben mit Space Engineers. Kommt immer drauf an, glaube ich, was man als erstes spielt. Das hookt einen am meisten. Chiller, Star Citizen ist Freelancer 2. Das ist ja das Witzige. Bei Freelancer war genau die gleiche Geschichte, nur dass er dann nicht so viel Geld bekommen hat und irgendwann aufhören musste zu entwickeln. Und dann hat er Freelancer rausgebracht. Und das war gut. Mir hat Freelancer damals Spaß gemacht. Apropos damals Spaß gemacht. Damals hat mir auch Morrowind Spaß gemacht, wo wir gerade bei Skyrim waren. Das ist nämlich mein Spiel auf der Liste. Ich bin jetzt dran, ne? Ja, genau. Bevor Oblivion rauskam und bevor Skyrim das Meme-Fest wurde, wie es heute bekannt ist, gab es ein Spiel, das dem Ganzen den Grundstein gesetzt hat. Ich meine, es war auch nur Elder Scrolls 3 und Elder Scrolls 1 und 2 gab es vorher auch, aber die habe ich damals noch nicht gespielt. Morrowind habe ich ja tatsächlich gespielt und das war das erste RPG, das ich als RPG gespielt habe. Ich meine, man hat damals auch zu Zelda oder Zelda RPG gesagt, obwohl es halt nicht wirklich ein RPG war. Das war das erste, was ich gespielt habe zumindest. Ich meine, vorher hat man schon CRPGs gespielt und so mit Baldur's Gate und so, aber das wirklich dieses Punktesystem hatte und das ist der Grund, warum ich bis heute Rollenspiele immer noch so geil finde. Das war tatsächlich, glaube ich, das letzte Spiel mit einer guten Hauptstory von Bethesda, wo tatsächlich auch die Hauptstory gut war. Oder vor allen Dingen die Hauptstory. Ich meine, die hatten damals auch Fighters Guild, Mages Guild und Thieves Guild etc. Aber mich hat damals wirklich die Hauptstory mitgenommen, mit diesen Nerevarien und dem Erlöser und man kommt in diese Welt als Gefangener und man ist sich eigentlich nicht so wirklich sicher, ist man der Auserwählte oder machen die Leute mich gerade nur zum Auserwählten und ich glaube, man findet es bis zum Ende nicht wirklich raus, obwohl man so mächtig wird, dass man hinterher gegen Götter kämpft und so, aber so richtig weiß man eigentlich nicht, wer man jetzt eigentlich ist, ob man jetzt wirklich die Wiedergeburt des Gottes ist oder nicht. War wirklich gutes Storywriting damals, fand ich. Und da kommt, glaube ich, auch der Großteil der ganzen Skyrim oder Elder Scrolls Lore, die man dann heute immer noch in Skyrim nachlesen kann, die wurde wirklich mit Morrowind gestartet. Deswegen Morrowind kann man auch immer noch spielen. Gibt auch HD-Patches, die man extra runterladen kann und das patchen kann. Habe ich letztens nochmal gemacht. Funktioniert. Also bei mir funktioniert es. Ich weiß jetzt nicht. Oder Fallout halt. Oder Fallout. Ich hab nichts gesagt. Ich muss zugeben, ich habe mir damals Morrowind gekauft. Aber ich bin erst mit Oblivion zur Elder Scrolls-Reihe gekommen, weil. Weiß nicht, ich hab Gothic gespielt und so. Das war alles meins. Ich habe da gestartet und ich bin irgendwann in so einem Sumpf gestanden. Und ich kam da nicht raus. Ich weiß. Ich habe das Spiel nie richtig gespielt. Ich habe einen Charakter erstellt und dann stand sie da so im Sumpf und ich so, und was jetzt? Ich weiß nicht. Und dann habe ich es ausgemacht. Ich habe auch ewig gebraucht, bis ich in Morrowind reinkam. Ich hatte das Gleiche auch, ich habe es zur gleichen Zeit mehr oder weniger gespielt, mit Gothic 2 damals. Ich habe Morrowind damals angemacht, weil ich es von einem Freund ausgeliehen bekommen habe. Und stand dann da mit diesem Schwert und dachte mir, hey, cool, Schwert, kenne ich aus Zelda. Da habe ich doch mal kurz auf diese Ratte drauf, die ja nichts kann, weil es halt nur eine Ratte ist. Schlag, treff nicht, Schlag, treff nicht, Schlag, treff nicht. Und ich denke mir nur, das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Ich hau doch genau auf die Ratte drauf. Warum treffe ich diese verdammte Ratte nicht? Dann habe ich es erstmal ausgemacht, 2 Wochen nicht gespielt. Und dann irgendwann hatte ich Langeweile, hab's nochmal
gespielt und dann so langsam bin ich reingekommen und dann hat mich irgendwann die Story halt gehuckt und mitgenommen. So, und dann habe ich auch verstanden, warum ich nicht getroffen habe, weil ich zu wenig Punkte in dem Waffenbaum hatte und so. Ich meine, ich war, weiß nicht, 14, 15 oder so, da hatte ich noch nicht so viel Erfahrung mit Videospielen. Mhm. Zumindest nicht mit solchen Videospielen, wo man Punkte verteilen musste und sowas. Aber für mich galt damals, ich treffe mit einem Schwert und der blutet und der stirbt, den ich getroffen habe. Und ich muss dann auch Punkte in Schwert stecken, damit ich überhaupt treffen kann. Aber mit der Zeit, und bei Gothic 2 war es damals genau das gleiche, ich habe es nach Morrowind gespielt und dachte mir auch, oh nee, was für ein Mumpitz, schon wieder hier nichts treffen und ausweichen müssen. Und Gothic 2 hat es tatsächlich sogar noch besser gemacht, weil du wirklich je besser du in dem Kampfsystem wurdest oder in dem Kampf, das du geskillt hast, wurdest, umso besser hat auch dein Charakter dann plötzlich gekämpft. Am Anfang sah es so klobig aus und man dachte, oh nein, wie wenig Arbeit haben die dann da reingesteckt. Und erst nach 20, 30 Stunden, wenn du wirklich die Punkte drin hattest, konnte sich plötzlich dein Männchen viel besser bewegen, also der Charakter viel besser bewegen. Ich sag immer Männchen. Manschki, genau. Und das hat man dann eben erst gesehen, wenn man auch ein bisschen dran geblieben ist in dem Spiel. Also, ja, Morrowind, auch Gothic 2. Was jetzt nicht auf meiner Liste steht, kann ich echt empfehlen, weil ich würde gerne mal wieder Morrowind komplett durchspielen. Ja, Morrowind. Wunderbar. Ja, vielleicht haben die anderen noch was dazu zu sagen zu Morrowind. Nö. Les? Ich glaube, das, was Slabby beschrieben hat, ist der Grund, warum ich diese Art von Spielen auch nicht mag oder nicht mochte. Dass du halt quasi zwei skill-based Klamotten in einem Spiel hast. Einmal, du musst quasi aktiv steuern, versuchen, den Gegner zu treffen, was ja die Anforderung an mich ist, aber in dem Moment dann das Würfelsystem vom RPG dahinter greift, ob ich wirklich Hit oder Miss habe. Und das, finde ich, fühlt sich für mich total kacke an. Irgendwie funktioniert dieses Würfelsystem bei mir nur, sag ich mal, in rundenbasierten Klamotten, wo ich nicht aktiv was machen muss, aber wenn ich aktiv irgendwo hinziele und eigentlich treffe, aber das Spiel dann sagt, nö, weil ich jetzt 0 gewürfelt habe, triffst du nicht, das fühlt sich für mich dann doof an. Und deswegen mag ich halt diese Mischung zwischen aktiv und RPG oder RPG, RPG, RPG dahinter nicht so wirklich, keine Ahnung. Und deswegen, nee, irgendwie nicht meins. Kommen wir zu meinem Dizzy? Nee, ich habe zu der Zeit keinen Computer gespielt. Kenne ich nicht. Okay. Dann komme ich zu meinem letzten Titel. Und das ist PlayStation 4 exklusiv, weil, ne, als Consolero sollte ein Exklusivtitel dabei sein. Es ist Bloodborne. Bloodborne ist für mich, von mir aus könnte jedes dritte Spiel könnte so aussehen wie Bloodborne. Ich finde, Bloodborne ist unglaublich ästhetisch und schön. Bloodborne macht einen Haufen Spaß zum Spielen. Es ist flott. Bloodborne ist mit den Dungeons, die dazugehören, wo viele die Dungeons auslassen, kriegt da noch mal richtig Fahrt. Und Bloodborne ist super. Ja, ich habe eine PlayStation Pro. Falls das gleich kommt. Ich habe eine PlayStation Pro. Und sie guckt auch direkt aufs HDMI-Signal und nicht aufs OBS-Signal. Und spielt das auf Fernseh. Und Bloodborne ist ein absoluter Lieblingstitel von mir. Definitiv. Macht er auch auf dem 4K-Fernseher, Slabby. Ja, das Problem ist richtig. Ist flüssig. Die sehe alles in Ordnung. War das flüssig? Ja, klar. Habe ich ja gesagt, mit der PlayStation 4 Pro, ich hatte keine Probleme. Alles gut, macht ihr. Ja, was bei euch flüssig ist, ist in meiner Welt noch nicht flüssig. Aber das ist ja auch okay. Macht mal eure Konsolendinge da. Ihr seid ja auch alle weit über 30 so. Da sind reichen 30 FPS. Ich will mal einmal an, irgendwann, Sali, wenn du mal wieder zu Besuch bist, darfst du dich gerne mal an 144 setzen. Und dann mache ich dir einfach irgendwas an. Ohne was zu sagen und ohne dich auf irgendwas zu drängen. Du wirst es passen. Ja, mit 20 FPS. Wisst ihr, was das Interessante an der ganzen Sache ist? Passt auf.
Es ist ja, Frames sind ja immer alles, ist ja immer alles so gut und schön. Und die Diskussion darum ist ja auch eigentlich völlig Banane. Wisst ihr, was bei Vlogs und auch bei den ganzen Videos, die man bei YouTube sieht, eigentlich gang und gäbe ist für die Frames? Nicht 60, 24. Ja, das ist Fernsehstandard. Sobald du konstante 24 FPS hast, was komischerweise kein Pimmel in diesem Universum hinkriegt, auf einer scheiß Konsole, dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Und das ist nämlich immer das Problem an den Konsolentiteln, dass du so viele extreme Dips da drin, dass du das hast und das überhaupt nicht flüssig ist. Ich gucke zurzeit sehr viele Leute, die Cinematics machen, also richtig abgefahrene Vlogs mit richtig abgefahrenem Bildzeug drin, und ich denke immer, Alter, das sind noch 60 FPS oder was? Willst du mich verarschen? Und dann zeigen die das mal, wie die das gemacht haben. Und das ist das Problem an der ganzen Sache, dass die alle so eine hässlichen Kack-Dips drin haben. Nichtsdestotrotz, 144 Hertz zum Zocken ist absolut der Burner. Also zum Zocken ist es schon sehr sexy. Und dann ist der Umstieg, und das ist nicht, also ich sage auch überhaupt nicht, dass PC Master Race oder irgendeine, das ist alles sowieso nur hohles Gequatsche im Internet. Ich spiele auch super gerne auf Konsolen, aber irgendwie kriegen ganz viele Leute das nicht auf die Reihe, dass das ein durchgängiges, schönes Signal ist. Und das ist schade, weswegen ich das manchmal ein bisschen kritisiere. Und Bloodborne, das letzte Mal, als ich Bloodborne auf dem Fernseher gespielt habe, musste ich wirklich nach einer Viertelstunde ausmachen, weil mich das so sehr geärgert hat. Das kann aber auch daran liegen, und das sage ich jetzt extra nochmal, dass das an den Dings liegt. An der PlayStation oder an der alten. Ich freue mich auf Sekiro Shadow Die Twice. Ah, das wird gut. Wenn sie da, vielleicht machen sie es noch schneller als Bloodborne, das wäre mir noch lieber, weil diese Schnelligkeit, die sie in Bloodborne und Dark Souls 3 reingebracht haben, im Gegensatz eben zu den vorherigen Dark Souls Teilen, die hat es einfach nochmal so um tausendfach besser gemacht. War das das Ninja, also das asiatisch angehauchte, was so ein bisschen an Witcher erinnert hat im ersten Moment? Weil ich diese Felder so gesehen habe, musste ich so sagen. Nee, das war so Ghost of Tsushima. Ach so, das kommt eher. Okay, genau. So. Gut. Und da kommt noch Nioh 2, also es kommen drei Japan-Souls-like-Dingers. Und dann noch, welches? Sekiro. Stimmt, habe ich gesehen. Hab mich gar nicht abgeholt. Das wird das nächste Bloodborne, quasi. Hat so ein bisschen an Nioh erinnert. Mhm. Ja, genau. Ich hoffe nur, dass die nicht so einen Quatsch wie Nioh machen, dass du immer wieder dieselbe Sachen spielen musst. Also, dass es von From ist, eben freue ich mich ja eben drauf. Weil die ja wissen, dass es eben darauf ankommt, mehr als nur zwei Bosse immer wiederholend reinzuwerfen. Nioh war echt geil, von der Waffe her und so, ne? Und dann, wenn du irgendwann so, oh, nee. Ausgemacht. Tschüss. Ja. Also ich habe es einmal durchgespielt, Nioh, aber jetzt nochmal ein zweites Mal zu spielen. Ich warte auf Nioh 2 und hoffe, dass sie genau das halt eben fixen im zweiten Teil. Ansonsten haben wir mit Ghost of Tsushima und Sekiro zwei Alternativen, die es dann vielleicht besser machen. Keine Ahnung. Also ich meine, schlecht war Nioh nicht als Erstlingswerk in dem Genre, also in diesem Souls-like-Genre. Aber wie gesagt, das war schon viel nachher Boss-Recycling. Mal gucken. Aber Bloodborne. Ja, definitiv. Bloodborne kaufen, DLC auch Geld wert. Unbedingt mitkaufen, mitspielen. Sehr geiles Game. Yep. From Software, also habe ich ja mit Dark Souls auch empfohlen. Von daher, da macht man, wenn man das mag, nicht viel falsch, glaube ich. Und hat ganz viel Spaß und ganz lange. Yep. Dizzy? Wolfenstein. Kauf Wolfenstein und spiel Wolfenstein an. Das hast du doch gar nicht auf der Liste. Mit Absicht habe ich es nicht. Ich habe es echt nicht draufgesetzt, weil ich gedacht habe, boah, das erwartet eigentlich jeder. Aber Hitman kann ich halt, konnte ich nicht mit runternehmen, weil das neue Hitman und das kommende Hitman sind Weltklasse geworden. Also, wer schon immer mal ein Auftragskiller sein wollte, kann sich aktuell die Game of the Year Edition kaufen von Hitman 2016. Und bekommt ein so unglaublich umfangreiches Spiel, das deinesgleichen sucht. Also da kannst du auch
Da kannst du so viele Sachen machen, dass ich habe letztens auch gerade wieder gespielt und habe versucht, einen meiner Mods, Herrn Zielinski, in der Zeit zu schlagen. Und wir haben so unsere eigenen Wege versucht zu finden. Und alte Schalte, die Level sind einfach so unfassbar mächtig und riesig. Und ich finde immer noch neue Seiten, die ich noch nicht gesehen habe. Und ich habe es mittlerweile, glaube ich, auch schon 4-mal gespielt. Und das neue Hitman, bereitet euch schon mal vor. Ich glaube, wir sind mit I.O. gehen wir gerade in eine neue Ära, die so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Level-Design, aber so Level-Größe und Umfang von Interaktivität in einem Level so ein bisschen bei Hitman was Neues machen. Also in der Hitman-Reihe, ne? Natürlich gibt es auch andere Spiele. Das wird geil, ich freue mich drauf. Und aber dieses Mal kommt es auch komplett raus. Nicht aber zwischen den einzelnen Dingern ist doch wirklich keine zusammenhängende Story, oder? Doch. Doch? Aber die ist halt nicht so prägnant und man beachtet sie nicht wirklich. Es ist eher beiläufig. Wo gibt es denn Spiele, wo es auch so beiläufig ist? Da gibt es doch tausende von, oder? Dark Souls. Ist wie Dark Souls. Eigentlich ja. Ist es, aber trotzdem ist eine Menge drin. Sie hat gesagt, Hitman ist wie Dark Souls. Hitman ist ein Dark Souls-like. Wie 2018. Ja. Ja. Hitman ist ein Dark Souls-like, natürlich. Ja, mich hat halt dieses episodenweise halt immer abgeschreckt und deswegen, da war ich halt nicht so wirklich Fan von, deswegen habe ich es nicht gespielt. Die alten Hitman bis Absolution habe ich halt gespielt. Das neue, wie gesagt, halt nicht. Habe ich auch gesagt und dann habe ich es mir gekauft und in Episoden durchgespielt. Oder noch nicht durchgespielt. Und haben riesigen Ständer gekriegt. Durchgespielt oder nicht durchgespielt? Naja, ich habe es in Episoden gespielt, aber ich bin erst bei Episode 2, also ich muss jetzt Episode 3 weiterspielen. Das war Square Enix schuld, Mann. Hm. Das neue Hitman 2 kommt voll raus. Sicher. Ohne Warner Brothers, ne? Just saying. Ja, ist egal, spielt keine Rolle, ist I.O. Wirklich so. Okay, fuck, bevor ich das jetzt wieder tue, ne? Ich lege meine Hand wieder ins Feuer. Wie mit Microsoft Studios. Ich lege meine Hand wieder ins Feuer. Ich glaube, das wird gut. Feuerlöscher. Es kommt dieses Jahr, also sie können keine Lootboxen, nichts einführen. Geht nicht. Dieses Jahr kommt das raus. Moment, ich muss einen Marker setzen. Dizzy sagt, Hitman wird gut, trotz Warner. Ja. Bros. Ich meine, beschissener, ganz ehrlich, beschissener als Episoden kann es nicht werden. So. Und es gibt keine Episoden. Und der Trailer, ja, mal gucken. Und bei Square Enix habe ich auch gesagt, das war scheiße. Und am Ende war es gut. Auch die Episodenform war gut, dass sie es in Episoden rausgebracht haben, weil ich glaube, sonst wären die Level nicht so umfangreich. Nun. Ja, wenn das wirklich schlecht wird, ne? Wenn das schlecht wird. Gibt's zu Weihnachten kein Hitman mehr. Dann wird es zu Weihnachten kein Hitman mehr geben, Leute. Und das meine ich tot ernst. Dann wird Hitnachten abgeschafft. Und das soll schon was heißen. Dann spielen wir zu Weihnachten Wolfenstein. Das wär doch mal ein richtig schönes Weihnachtsfest, oder Leute? Wolfenstein zu Weihnachten? Schön am 24. Hitman. Das klingt gut. Oder Hitman. Doom. Doom wäre eigentlich noch viel geiler zu Weihnachten. Ich habe Doom letztens durchgespielt. Echt? Tatsächlich. Zum allerersten Mal richtig durchgespielt. Ich habe es immer nur gespielt und dann in der Mitte aufgehört. Nach einem Tag. Und diesmal habe ich mir den zweiten Tag endlich mal die Zeit genommen und ich habe es durchgespielt. Nice. Ich muss aber sagen, Hitman Sniper Assassin, was sie jetzt rausgebracht haben für die Vorbesteller, das ist auch schon sehr, sehr gut. Also obwohl es nur ein Wimmelbildspiel ist eigentlich mit einer Sniper, ist es richtig, richtig gut. Macht Spaß. Kann mal jemand Dopi bitte bannen? Dankeschön. Nein! Der mal Wolfenstein nicht. Den habe ich so erzogen, lass den. Wie kannst du sowas tun? Weiß ich nicht. Ich schlafe halt bei den Spielen. Wie heißt das? Wolfenstein 2 habe ich noch nicht mal mehr zu Ende gespielt. Jetzt müsste einfach eine Option geben, guck dir nur die Cutscenes an. Dann kann man sich das ganze Mumpitz dazwischen ersparen.
ist halt nicht meins. Die Katze ist jetzt lustig, aber der Rest, uff. Tobi, du warst mal bei mir Subscriber, wie kannst du nur? Wie kannst du auf Sled hören? Ja, dann hast den ganzen Tag fucking JRPGs und Dark Souls-like-Spiele. Was hat der Ahnung von Spiele? JRPGs, Dark Souls-like. Der andere Knirsch da oben, der spielt zwar Nintendo, aber hat wenigstens eine Ahnung noch von Spielen. Und verstehst du, was ich meine? Wie kann man darauf was geben? Ich habe Wolfenstein auch nicht gespielt. Langweilig, sagt er. Dann solltest du mal an den PC gehen und vielleicht mehr als 30 FPS spielen, wo du nicht einschläfst beim Schießen. Ich will ja nicht schießen. Ich hasse Schießen. Warum spielst du es denn und erzählst den Leuten, dass das scheiße ist? Weiß ich nicht, weil es auch, sag ich mal, Shooter-Likes gibt, die ganz lustig sind, wie Bioshock. Die kann man spielen. Shooter-Likes, wenn ich das schon höre. Was ist denn Shooter-Like? Wie kann man denn sowas tun? Ehrlich, mit einem Controller von Wolfenstein spielen? Ja, nee, ist eigentlich nicht so cool. Ist voll langweilig, das Spiel. Fuck my life, du rettest die scheiß Welt, Mann. Und währenddessen erschießt du alle scheiß Nazis auf der ganzen Welt. Wie kann man das nicht mögen? Ja, so einfach. Ich sag doch auch nicht zu deinen JRPG-Gumpel-Dingern da, dass ich mir keinen runterhole auf die süßen Mädels da. Entschuldigung. Aber das nächste Spiel, dann. Das ist dann vielleicht toll. Was für dich. Jetzt geht's los. Wir haben, glaube ich, kein JRPG auf dem Ganzen. Nein, aber dafür ein Oldschool oder auf Oldschool gemachtes Metroidvania, was ich tatsächlich sehr gefeiert habe, muss ich sagen. Ich habe es vor 2-3 Jahren im Stream durchgespielt. Momodoro, Reverie Under the Moonlight, ist eigentlich der 4. Teil der Momodoro-Reihe. Aber ich lasse den einfach mal für sich stehen, weil die anderen, es ist ein kleines Indie-Projekt von super wenig Entwicklern und jeder Teil sieht anders aus und tatsächlich der 4. ist, finde ich, der schönste. Es soll jetzt auch noch ein 5. rauskommen, aber der soll dann, geht so eher in 3D. Und ich mochte halt gerade dieses Oldschool 2D. Es war ein super cooles Metroidvania. Schöne Bosskämpfe, schöner Soundtrack, schönes Gameplay. Ich habe mich super unterhalten gefühlt. Und das Ding ist, wenn es denn auch mal im Sale ist, super billig zu haben. War, glaube ich, auch schon in Humble Monthly mit drin. Genau wie XCOM 2, glaube ich, auch mittlerweile, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, wo es das mal günstig gab. Ich glaube, im Humble Monthly. Da ist es nämlich auch mittlerweile bekommen. Wer solche Games mag, ein bisschen Jump'n'Run, ein bisschen Puzzle, ein bisschen Combat, ich habe mich unterhalten gefühlt. Empfehlung geht raus. Noch nie nicht von mit, gehört. Noch nicht Shooty Shooty. Nix mit Shooty Shooty. Ich glaube, wir müssen über eine grundlegende Umstrukturierung im Plankenschnackbesetzung sprechen. Bam, bam, bam. Also entweder ich gehe oder wir finden irgendjemand, der auch mal Spiele spielt, die ich spiele. Das ist ja erhört hier. Obwohl, hey. Nee, Slappy hat heute, wollte ich gerade sagen, Slappy, das ist, kannst da bleiben. Sali auch. Oh, Slappy, Entschuldigung, ich glaube, die Kündigung kam gerade rein. Spielt kein Wolfenstein, mag Wolfenstein nicht, er zieht seine Zuschauer, okay. Freiheit. Was? Ich muss Pipi. Du musst Pipi? Ja, könnte man mal, oder? Dann machst du das Letzte, oder? Nee, Slappy macht das Letzte und dann Slappy, kurz. Ja. Haben wir denn noch eine Runde? Nee, das ist die Letzte. Nee. Ja, ich habe noch einen. Ich habe einen extra. Nee, da können wir eigentlich wirklich durchziehen. Nicht. Okay, 30 Sekunden. Schaffst du es in 30 Sekunden? Mann, dann mach das doch nicht. Dann muss ich den Podcast wieder schneiden und suchen. Wie blöd, Mann, ey. Okay. Kannst du nicht anhalten? Ich habe da eh nichts auf. Slappy wegen dir, weil du Wolfenstein so gerne machst, okay? Ja. Für dich schneide ich extra den Podcast heute noch. Wow. Können wir kurz Pause machen, Regie? Ja? Okay, kurze Pause. Aber gut. Ganz kurz. Ich renne. Bis gleich. Freu dich. Tschüss. Ah.
Da. Da sind wir wieder. Ich habe noch was auf meiner Liste. Besser. Ja, dann hau rein. Und das mussten wir nur unterbrechen für Sled. Ja, ja, tut mir leid. Ich musste halt blitzpinkeln. Gut, dass ich noch extra zwei Sachen auf meine Liste geschrieben habe. Du nennst aber nur eins, weil du bist hier nicht Mr. Ich habe Sonderrechte. Such dir eins von den beiden aus, okay? Naja, gut. Also wir reden über Spiele, die wir als gute Spiele spielen und nicht als Suchtfaktor, weil sie uns Beschäftigungstherapie geben. Du brauchst also, das doch gar nicht versuchen anzudeuten. Was, du meinst World of Warcraft? Wie könnte ich denn World of Warcraft andeuten? Warum? Nein. Jetzt müssen alle anderen auch wieder noch eins extra machen. Ich glaube, Sleth möchte auf Wolfenstein nochmal sagen. Ja, natürlich, Minimum. Kein Problem, Sleth, das würde ich dir gerne geben. Ich habe auch noch andere Sachen. Nein, ich habe Binding of Isaac auf meiner Liste. Und zwar Rebirth. Ich habe es erst letztens. Also es ist tatsächlich für mich mein Sommerloch-Füllspiel. Es ist mein Loch-Füllspiel für immer. Egal, ob es Sommer- oder Winterloch ist. Ob es, weiß ich nicht. Ich liebe dieses Spiel und das verfolgt mich einfach. Und ich werde es wahrscheinlich immer wieder spielen, weil ich habe keine Ahnung, warum. Ehrlich gesagt. Ich habe letztens meine Freundin noch dazu animiert. Die zockt es jetzt auch wie die Irre und hat es jetzt letztens erst durchgespielt, die es übrigens wesentlich besser macht als ich, zugegeben. Also ich habe, glaube ich, 300 Stunden gebraucht, bis ich den Darkroom und den Himmel oder, nee, die Kiste durchgespielt habe. Sie hat es jetzt schon irgendwie durchgezockt, obwohl sie es erst seit 2 Wochen spielt. Aber gut. Vielleicht sollte sie ja Streamerin werden. Sie ist besser als du scheinbar. Na, sie ist ja Streamerin. Oh. Aber, pst. Naja, aber Binding of Isaac. Ich habe jetzt 500 Stunden in der Steam-Version. Ich habe es mir letztens für die PS4 nochmal geholt, um es da nochmal von vorne durchzuspielen, weil ich vielleicht irgendwann die Platin da holen möchte, weil ich die da immer noch bekommen kann für die Rebirth Achievements und nicht wie auf dem PC, wo ich dann irgendwann die 100% und den Real Platinum God hatte und dann eine Woche später ein neues Add-on rauskam und meine 100% zu 69% gemacht hat. Da war ich ein bisschen traurig, aber es ist einfach ein reines Suchtpotenzial. Also du fängst an und denkst dir, um Gottes Willen ist das schwierig, wie soll ich denn da jemals durchspielen? Dann spielst du es durch und lernst oder findest raus, dass du noch nicht mal die Hälfte des Spiels gesehen hast oder noch nicht mal einen Prozentteil. Und ja. Kann ich jedem nur empfehlen. Binding of Isaac, Rebirth, gibt's immer mal wieder in Steam Sales mit allen DLCs auch, die mittlerweile dafür rausgekommen sind. Und es ist echt, also wenn es ein, wie heißen die, Roguelite Spiel gibt, das gut ist, dann ist es das. Das ist das Vorzeige Roguelite. Leth-like heißt das übrigens. Was? Nee, nicht Holly. Like. Holly. Nee, nicht doch. Light. Nee, du? Bei dir ist ja alles like irgendwas. Das habe ich ja nicht erfunden. Doch, doch. Du hast das Like-Genre erfunden. Ein Holly-like. Füge vorher in den Punkt, Punkt, Punkt ein Like und dann ist es ein Sleth-like. Ja, aber das ist eher ein Holly-like. Das stimmt. Oder das Holly-like. Das stimmt. Ein, ah, ja. Sondern eher das. Und Edmund Macmillan, der Entwickler von Isaac, hat jetzt auch ein Kartenspiel entwickelt, das er gerade auf Kickstarter findet, aber es ist halt ein Kartenspiel. Und deswegen nichts für mich. Aber ja, erwähnt bleiben sollte es trotzdem. Ich liebe das Aussehen von diesem Spiel und ich liebe es zuzusehen. Es ist eins meiner Lieblingsspiele zum Zusehen. Spielen kann ich es nicht. Ich kann es nicht. Da kommt zu viel Zeug auf mich zugeflogen. Ich habe da keinen Blick für. Aber zusehen tue ich unglaublich gern. Ich bin kein Fan von Roguelite. Deswegen, ich mache halt nicht gerne Dinge wieder und wieder und wieder, um irgendwann dann mal weiterzukommen. Sei es jetzt wegen Dingen, die man freischaltet oder der gewonnenen Erfahrung. Es gibt nur ganz wenig Ausnahmen, wo Roguelite-Komponenten für mich halt eben nicht ein K.O.-Kriterium sind nach 5 Stunden Spielen oder so. Eines davon hatte ich heute genannt mit Moonlighter, weil das halt eben so ein ganz softe Roguelite-Elemente halt hat, die halt nicht sehr, sehr bestrafend halt sind und man trotzdem das Gefühl hat, man kann weiterspielen und fängt nicht wieder von vorne an. Dead Cells wäre so ein anderes Spiel, wo ich sagen würde, das funktioniert. In Isaac hat es für mich nicht
funktioniert und deswegen, ich habe es 4-5 Stunden gespielt und Visali, dann gucke ich bei Holly mal zu, oder? Lass es ganz. Das Einzige, was bei dem Spiel tatsächlich übrigens gilt, ist Wissen ist Macht. Je mehr man weiß, wie es funktioniert, umso besser ist man tatsächlich. Wahrscheinlich ist deswegen meine Freundin auch gut, weil ich bereits alles weiß und sie jedes Mal zu mir ankommt und fragt, was macht das? Und dann kann ich ihr sagen, was das Item macht. Ich muss das halt entweder immer nachgoogeln, bei anderen Streamern lernen oder einfach ausprobieren. Und dann dauert es halt ein bisschen länger. Also, es gehört dazu, das Wiki nebenher laufen zu lassen. Naja, ich glaube, für dich wäre es aber auch nichts. So, man läuft mit einem Baby rum, schießt mit seinen Tränen auf Kackehaufen und am Ende bringt man seine eigene Mutter um. Alles in niedlich und süß und Comic, aber ich bin auch nicht sonderlich gut in solchen Spielen. Leider. Sag mal, wo ist eigentlich die Trash-Tränen stehen geblieben? Bei Sally. Morgen. Oh. Hast du das Spiel denn schon? Ich hab das Spiel schon seit Ach ja, du hast es ja schon gekauft. Stimmt, hast du erzählt. Wow, Slappy, so bist du wieder drum rumgekommen? Nein, nein, ich hab es im Stream gesagt, was sie bekommt. Und dann hat sie halt Urlaub gemacht, ja. Ah. Dann habe ich ihm geschrieben, dann, weil ich das mitbekommen habe, was für ein Spiel ich denn spielen darf, dann habe ich gesagt, musst du dir keine Sorgen machen, um mir das zu besorgen? Ich habe das schon seit letztes Jahr in meinem Schrottportfolio drin. Aber ich habe es noch nie gespielt, also das mache ich morgen. Horse Racing 2016, glaube ich. Ne? Yes, sensationell. Du hattest schon? Ich hatte schon gedacht, dass das gar nicht Nee, ich habe auch vorhin dran gedacht. Morgen. Dass Leth wohl kriegen wird? Oh, ich freue mich drauf. Ach, wenn Slath überhaupt was kriegt, ich weiß ja nicht, wen Sali dann nominieren. Darf ich eigentlich nominieren, wen ich möchte? Ja, klar. Ja, die Frage ist nur, ob derjenige das weitermacht, ne? Ja. Ich habe jetzt extra Slappy genommen, weil ich weiß, dass der das mitmacht. Trash Train. 2 Stunden lang ein Spiel spielen, was der andere einem aussucht. Muss Trash sein. Und man muss was Gutes sagen. Ja, du positiv drüber reden. Ja. Ich habe Bitcoin Pharma oder so hieß das. Fantastisches Spiel, wirklich. Eine Stunde habe ich auf meine Maus geklickt. Auf diesen Button. Wie nur eine Stunde? Haben wir nicht 2 Stunden ausgemacht? Ja, aber dann lief das Spiel von alleine, weil ich dann genug Maschinen, also Grafikkarten hatte, die von sich aus farmen konnten. Ich musste nicht mehr klicken. Und dann habe ich das im Hintergrund gespielt und im Vordergrund habe ich dann ein anderes Spiel gespielt. Das zählt eigentlich nicht, Slappy, ne? Doch, klar. Nein, das zählt nicht. Du hast sicher, nicht aktiv das Spiel hat sich selbst gespielt. Nein, nein. Ja, was soll ich da sitzen und dem Spiel dabei zugucken, wie es die Bitcoins farmt? Ja, ganz genau. Ein anderes Spiel aussuchen sollen. Du bist uns noch eine Stunde schuldig. Wenn du mir kein Spiel mit 2 Stunden Gameplay gibst, was soll ich denn machen? Oh, das ist Gameplay, Freundchen. Du musst extra klicken, damit du mehr farmst. Das hast 0,01% oder was? Das ist Cheaten, Freundchen. Du musst noch eine Stunde dranhängen. Das ist nicht Cheaten, das ist Gameplay. Andi ist der offizielle Bewerter dafür. Andi war da. Andi war zugegen. Aber du kannst doch nicht einfach. Ich habe 2 Stunden lang die Scheiße auf dem Bildschirm gezeigt. Ja, du hast wenigstens. Ich habe auch die Scheiße auf dem Bildschirm gezeigt. Nein. Ich habe das andere Fenster klein gemacht und habe es in einem kleinen Fenster gespielt. Und im Hintergrund haben die Grafikkarten für mich die Bitcoins gefahren. Nee, das zählt nicht. Das wie Chiller nicht. Schreibt, du hast nach 1,5 Stunden deins schon ausgemacht. Habe ich nicht, ich habe 2 Stunden gespielt. Ha. Das möchte ich gerne notariell beglaubigt. Ja, das kannst du haben, ich habe 2 Stunden gespielt. Also ich weiß noch nicht, wen ich mehr auswähle und ich habe auch noch nicht das passende Spiel dazu gefunden, aber das werde ich noch machen. Und morgen gibt es eben Trash Train. 2 Stunden. Da müsste ich mit Andi, das wartet kurz, eine Korrespondenzschaltung. Ich spiele gerne noch eine Stunde Fallout 4, kein Problem. Absolut nicht, nein. Halt, stopp. Andreas Slapstick hat 1 Stunde gespielt und dann währenddessen das Spiel im Hintergrund gehabt, in der Trash-Train. Du als offizieller Gläubiger sozusagen oder Gutachter, zählt das oder zählt das nicht? Wir fragen uns das gerade. Muss er noch eine Stunde? Er hat zugeguckt und er hat nichts gesagt. Ja, bap, bap, bap.
Das klären wir noch, Freundchen. Das klären wir noch, Freundchen. So geht das nicht. Kann ja wohl bitte nicht wahr sein. Ich habe mir dein Karpaltunnel-Syndrom zugelegt und muss jetzt noch eine Stunde drauflegen. Dubi, sei still. Dubi. Ja, gut. Trash Train. Choo-choo, Motherfuckers. Kommen wir doch zu... Oh, ich muss mal gucken, ob ich das überhaupt hinbekomme. Twitch News. Wolltest du gerade Trash Train sagen? In Trash News. Genau. Die sind auch kurz heute. Geht jetzt, wie ihr gerade bestimmt mitbekommen habt, ich habe vorhin ja einmal den Marker gesetzt. Man kann jetzt als Streamer oder als Editeur, der als von dem Streamer erklärt wird, kann man jetzt Marker setzen. Entweder im Chat, Chatty geht es leider noch nicht, ich habe es gerade noch nicht hinbekommen, dann Chatty weiß, kennt noch den Befehl noch nicht. Aber im Twitch-Chat oder im Dashboard kann man jetzt einen Marker setzen mit samt Namen und wenn man auch möchte, einen anderen Timecode, nicht unbedingt den jetzigen. Wenn man keinen Timecode aber setzt, dann kommt der jetzige Timecode mit rein und dann kann man sich die im Nachhinein angucken und Highlights quasi drumherum schneiden. Also es ist im Prinzip nur eine Markierungsmöglichkeit während des Streams, dass man im Nachhinein dann nochmal zu der springen kann, sich dann nochmal angucken kann, was ist da passiert, warum habe ich dann Marker gesetzt, war das jetzt echt lustig oder kam es mir nur in dem Moment so vor. Ich habe gerade einen gesetzt, als DC gesagt hat, dass Hitman das neue unfassbar gut wird und das beste Hitman aller Zeiten. Und dann kann ich in 3 Monaten, glaube ich, wenn das Spiel rauskommt, in Oktober, glaube ich, ne, kommt das nächste Hitman raus, oder? Oder November? Bin mir nicht mehr ganz sicher. 4 Monaten kann ich noch mal gucken, ob er da tatsächlich recht hatte. Ich habe nicht gesagt, dass das Beste wird. Ne? Nein, aber du hast gesagt, es wird gut, obwohl es von Warner Brothers ist. Richtig, das habe ich gesagt. Ich meine, Herr der Ringe war ja auch nicht schlecht, ne? Shadow of Mordor. Ja, nee, das war richtig gut. Also Shadow of War, eins der besten Spiele, die ich jemals absolut gesehen habe. Der besten Lootbox-Games. Ja. War dick im Lootbox-Game drin. Also wenn wir von 2017 als Spielejahr reden... Dann Counter-Strike haben sie weggesteckt, du. Ja. Dann gibt es aktuell, wenn man Twitch Prime hat, was ja auch ziemlich viele haben, kann man jetzt jeden Tag ein kostenloses Spiel abstauben. Aktuell ist das irgendwas, was ich nicht kenne. Ja, heute ist der 8.7. Next Up Hero war, glaube ich, heute. Und das war gestern schon. Gab oder gestern schon und Urnok. Sagt mir jetzt nichts. Aber ja, die gibt's. Am Anfang war cool, da war Pillars of Eternity zum Beispiel dabei. Eins der besten CRPGs der letzten Jahre tatsächlich. Oder morgen? Nee, übermorgen ist Deponia Doomsday kostenlos. Also was ihr machen müsst, ist quasi nur den Twitch-Client, Twitch-Desktop-App runterladen und dann das Spiel quasi da runterladen. Dann könnt ihr es da spielen. Und Brutal Legends ist auch dabei. Oh ja, die nächsten Tage kommen gute Sachen. Observer ist ein ziemlich gutes Spiel. Tacoma ist, glaube ich, ein Point-and-Click. Nee. Tacoma ist so ein Walking Simulator, aber ein futuristisches, wo man auf so einer Station, glaube ich, rumwirscht. The Bridge war ein gutes Spiel. Oh, und Tyranny. So. Oh, da hauen sie aber ordentliche Sachen raus. Tyranny ist nämlich von Obsidian, von den Machern hinter Pillars of Eternity oder den Schreibern von Fallout New Vegas, die Story von Fallout New Vegas geschrieben haben. Also Tyranny würde ich mir an eurer Stelle auch holen. Das war echt gut. Das habe ich echt gespielt. Die DLCs waren nicht so gut, aber das Grundspiel war richtig gut gemacht. Oh ja. Und Broken Age kommt auch bald. Also ja, kostenlose Spiele. Ist immer schön. Und dann ist ja vom 26. bis zum 28. Oktober die TwitchCon. Da gibt es jetzt schon Tickets. Ich weiß nicht, fliegt wieder irgendwer von euch dahin? Mal gucken vielleicht. Das entscheide ich spontan. Ja. Das mache ich wirklich spontan. Ja. Ich auch. Ich habe übrigens immer noch kein Gamescom-Hotel. Ich auch nicht. Ja, man muss ja auch wieder roasten dann, nicht? Denk an die Kurtaxe. Mhm.
Naja, jedenfalls waren das die Trash-News. Nun. Und das war der Inhalt. Dann die Content Creator der Woche? Jawohl. Darf ich anfangen? Ja, mach doch. Ich habe ein ganz Besonderes. Wow. Und zwar habe ich die Sophie. Die ist sehr, sehr gut. Ich gucke sie immer mit meiner Freundin zusammen, während sie WoW spielt. Aber auch ihre IRL-Streams sind sehr, sehr gut. Die Fillings heißt sie auf Twitch. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ich weiß, dass sie ab und zu mal malt. Die hat nämlich gerade im Hintergrund da diesen von welcher Serie ist er nochmal? Blacklist. Blacklist, ja genau. Ja, ich mag den Schauspieler in einer anderen Serie lieber, nicht Blacklist. Boston Legal? Ja, Boston Legal. Da habe ich den gerne geguckt. Blacklist habe ich mich nie so angefreut. Aber den malt sie jetzt gerade auch ab und zu in Creative Streams und mag ich. Gechillte Stimmung, fühle ich mich immer sehr unterhalten. Schöner Stream. Meine Morgenunterhaltung hätte ich ja auch genommen. Aber dann haben wir uns, bevor wir uns streiten, haben wir gesagt, okay, dann nimmt Slabby das. Aber es ist meine absolute Morgenunterhaltung momentan. Fängt schon sehr früh morgens an. So, und ich liebe es, dort zuzusehen. Eine intelligente junge Frau, künstlerisch sehr begabt. Da kann man mal vorbeischauen. Wieso ist denn da noch kein Link im Chat? Ja, Regie, was ist los? Was ist da los? Müssen wir das hier machen? Draufklicken und ein Follow dalassen. Ah, das ist großartig. So, apropos großartig, ich kann gleich weitermachen. So, noch ein anderer großartiger Mensch, den ich abends schaue und den ich erst vor kurzem schon einmal genannt habe, aber ich verbringe dort einfach gerade sehr, 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 sehr viel Zeit, ist der liebe Nico. Kalix Live. Er hat es jetzt endlich geschafft, God of War auf God of War auf Platin zu spielen. Er hat Sikron geschafft. Es war ein Fest der Gefühle. Resident Evil Zero hat er gerade auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchgespielt. Und ich genieße diese Streams momentan unglaublich. Ein guter Mann. Da solltet ihr mal vorbeischauen. Mal ein Follow da lassen. Der hat viel Ahnung. Der erzählt viel. Und ist sehr unterhaltsam. Schützt nur eure Router. Die explodieren sonst. Gute Streams. Aber ansonsten Zustimmung. Ja. Du, Slath, oder ich? Ja, kann ich machen. Ich habe tatsächlich diesmal jemanden genommen, den wahrscheinlich schon viele von euch kennen. Ist zwar ein amerikanischer Streamer, Dance Gaming. Wenn nicht ihn, dann kennt er wahrscheinlich seine Emotes hier auf Twitch. Warum ich den genommen habe, war, dass er was probiert hat. Und zwar hat er jetzt für sich einen Test gemacht. Er wollte was ändern. Er hat jetzt einen Monat ohne Kamera gestreamt und hat ein Fazit halt gezogen, ob denn jetzt überhaupt eine Kamera beim Streamen tatsächlich zwingend notwendig ist oder ob es auch ohne Kamera geht. Und er kam tatsächlich jetzt nach einem Monat zu dem Schluss, es geht tatsächlich auch ohne Kamera. Weil viele machen sich halt die Sorgen, ich bin heute nicht kameratauglich und will eigentlich nicht, ach, lasse ich den Stream ganz ausfallen, muss ich die Kamera anmachen, kann ich sie auslassen? Und er hat es mehr oder minder getestet und ist zu dem Fazit gekommen, es geht halt schon. Mehr Chat-Aktivität, ansonsten alles gleich geblieben mit Zuschauerzahlen, Subzahlen. Er sagt halt, man muss sich halt eben auch mal Dinge trauen, wenn man die halt eben kommuniziert, warum das halt so ist. Kann man halt eben auch vieles eben ein bisschen mal anders machen, um aus dem Trott halt auszubrechen. Und man macht sich meistens mehr Gedanken, dass alles schief geht, als dass es nachher der Fall ist. Und das fand ich halt bewundernswert, dass er es halt mehr oder minder gemacht hat. Und das auch in seiner Größe halt eben noch tut, sich weitere Gedanken um Stream zu machen und nicht alles als nur gegeben hinzunehmen ab der Größe. Das fand ich halt interessant und deswegen geht da meine Empfehlung mal raus, mal reinzugucken, wer ihn tatsächlich noch nicht kennen sollte. Toller Streamer. Man. Man the man. So, fertig. Links in dem Chat, tschüss. Ich hab Bonjour. Ich habe die Jungs kennengelernt, das hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt, bei mir im Stream auf dem Twitch-Event vor 2 Wochen. Und ich habe auch vorher schon mal ein bisschen reingeguckt bei den Jungs. Und ich würde mal sagen, ohne jetzt wieder irgendwie auf den Fuß zu treten, ich sage das mal einfach jetzt, muss los. Das ist übrigens dabei entstanden.
Also ohne das jetzt mal so zu sagen, wie ich es jetzt sage, oder böse zu meinen, das ist das bessere Rocket Beans. Das sind halt mehrere Jungs, die sich zusammengefunden haben und die quasi einen Stream machen. Sie haben mir das beschrieben wie eine große LAN-Party. Und das sind so richtige Passionsfrüchte. Also ich habe Niklas kennengelernt und Jens? Ja, Jens Siegfried, ich weiß immer seinen Namen nicht. Ben, Bernhard, Jens glaube ich. Ich habe die beiden kennengelernt und die haben das Herz noch am rechten Fleck und das ist sehr bewundernswert. Und die sind wirklich noch down to the earth, trotz dessen, dass sie so viele Leute haben, die an dieser ganzen Sache arbeiten, haben sie, wie gesagt, sehr viel Passion noch für das, was sie da machen. Und sie bieten halt ein wirklich großes Portfolio an, sei es drum, dass morgens irgendwie jemand sich da einen Obstsalat macht oder irgendwann mal jemand anfängt, da Sport zu machen im Stream. Die machen halt wirklich das, worauf sie Bock haben. Und ob den Leuten das gefällt oder nicht, ist dann erstmal immer zweitens. Aber es ist, die sind cool. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Das ist, glaube ich, wenn ich das mal so sagen darf, habe ich zumindest so ein bisschen im Gefühl, es ist so ein Rising Star am Twitch-Horizont. Ja. Okay. Gut. Mal durch? Wir sind durch. Okay. Ja. Bleibt nur noch das Winken. Danke, danke schön für diesen wundervollen Stream. Ah ja. Schön, weil das letzte Mal ja das erste Mal nicht mit dabei und schön wieder da zu sein. Ich wünsche euch allen einen wundervollen Start in die neue Woche. Sage Dankeschön an die Regie und an den Hintergrund. Danke, dass ihr alle da wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unseren Empfehlungen und wünsche euch einen schönen Rest Sonntagabend für 45 Minuten. Tschüss mit Ö. Ja, schließe ich mir an. Danke an alle für alles. Schön, dass ihr da wart. Im Discord hoffe ich, dass noch viele Empfehlungen von euch zusammengekommen sind. Die werden wir nochmal durchstöbern. Schaut auch nochmal durch. Wer halt eben nicht weiß, was gespielt werden soll in den nächsten ein, zwei Monaten, wird sich sicherlich und hoffentlich dann fündig. Ich sag bis zum nächsten Mal und einen schönen Start in die Woche. Willst du zuletzt, Levy? Mir ist das egal. Kann ich. Und dann hau rein. Ich war noch nie am Ende. Ja, dann bist du heute das Letzte. von mir auch. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein paar Ideen mitgenommen, die ihr vielleicht in den nächsten Monaten spielen wollt, wenn ihr denn zocken wollt. Ich bin ein bisschen die Discord Sachen durchgegangen, die ihr gepostet habt und ein paar Leute haben auch Modded Minecraft zum Beispiel reingeschrieben, was auch eine sehr gute Sache ist. Falls ihr also an unseren Ideen jetzt nichts gefunden habt, wie gesagt, im Discord haben ein paar andere Leute noch ein paar Tipps reingehauen. Guckt da mal rein. Vielleicht findet ihr da noch ein paar Sachen. Ansonsten, Dankeschön. Auch an die Regie. Alle neben, vor und hinter der Kamera. Und vor allem die hier heute da waren. Und habt ein schönes Wochenende und eine schöne Woche. Und wir sehen uns hoffentlich dann in zwei Wochen, beziehungsweise diese Woche wieder. Und so weiter. Tüdel. Vielen Dank fürs Zugucken. Dankeschön. Hey, Bonjour. Der soziale Druck wird mit diesem Clip erhöht. Er wird euch erreichen. Ich will, dass ihr hierher kommt. Ohne Ausreden, okay? Das wird hier die neue Dizzy-Rubrik. Wir laden jetzt nämlich Leute so ein und euch erreichen Clips. Weil wir nämlich festgestellt haben auf der Veranstaltung, dass es immer Barrieren gibt. Und diese Barrieren laufen immer wie folgt. Ich weiß nicht, wo ich ihn anschreiben soll. Keine Ahnung, ich habe keine Telefonnummer. Wer kennt ihn denn über 20 Ecken? Spielt keine Rolle. Wir haben jetzt das hier. Wir versenden nur noch Clip-Nachrichten, die persönlich direkt vom Herzen kommen. Ruf mich an, Baby. Alright? Und danach kann Gronkh mich anrufen. Erik, jetzt ruf mich doch endlich mal an, Mann. Ich will dich doch nur mal zum Schnack einladen. Ich will doch von dir gar nichts haben, okay? So, aber Bonjour, ihr könnt euch ruhig auch melden, ja? Das ist ja, man kann ja bei euch auch noch ein bisschen Reichweite geiern. Also, schön anrufen. Schönen Sonntag noch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
Oh mein Gott.